dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, hier finden sich nach und nach noch Zuschauer ein. Es kann jetzt richtig losgehen. Der Schizo-Streamer ist back. Jawohl. Sehr schön. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich sehr. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Schizo-Streamer. Jawohl. So soll's auch sein. Schön, dass ihr damit am Start seid. Sehr schön. So. Freunde, ja, ich war vorhin schon einmal hier um 20 Uhr. Genau, um 20 Uhr war ich schon einmal hier. Und ja, nun freut es mich, dass ich wieder hier bin. Ja, warum war ich hier und bin dann wieder weg? Ja, das liegt daran, dass ich vorhin noch nicht so viele Zuschauer hier hatte und gesagt habe, okay, komm, ich stelle mich erst einmal nur vor, habe mich dann hier vorgestellt und habe nach einer halben Stunde den Stream beendet. So, und dann habe ich gesagt, werde ich nachher nochmal zurückkommen gegen 22 Uhr und dann schauen wir mal, dass wir so circa 2 Stunden lang streamen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer sich jetzt hier nach und nach einfindet und ja, es ist mein allererster Stream. Naja gut, nun jetzt der zweite heute, aber im Grunde genommen zumindest der erste Tag, wo ich hier streame. Und zuvor war ich auf YouTube aktiv und bin ich auch noch, bleibe ich auch noch. Dort findet ihr mich auch, ebenfalls als Schizo-Streamer. Und ja, ich kann ja noch mal ganz kurz meine Geschichte erzählen, aber ich habe das vorhin schon im ersten Stream erzählt und ich fasse das jetzt noch einmal ganz schnell zusammen, ja. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren auf YouTube Videos hochgeladen und hatte dort meinen eigenen Kanal, damals mit ehemaligen Arbeitskollegen zusammen. Wir waren beste Freunde und haben so im Bereich Comedy uns ausgetobt und Improvisation gemacht. Und naja, das Ganze lief so mittelmäßig. Dann ging das Ganze freundschaftlich auseinander und insofern haben wir auch den Kanal aufgegeben und ich habe dann zusammen mit meiner Freundin weitergemacht. Die hatte da zwar nie so richtig Bock drauf, aber mir zuliebe hat sie dann mitgemacht. So, und dafür bin ich ihr auch sehr dankbar. Und wir haben dann zusammen also einen neuen Kanal eröffnet und das Ganze blieb bei Comedy, verschiedene Rollen und so weiter, aber das Ganze war immer in unregelmäßigen Abständen. Ja, das Ganze lief dann auch nicht so toll und naja, dann haben wir uns getrennt, sind auseinandergegangen und dann habe ich jetzt gesagt, im Dezember 2017, so, jetzt gründe ich meinen eigenen Kanal. So, und dann habe ich angefangen auf YouTube mit unnützes Wissen über Tiere und habe immer Tierfakten erzählt. Das werde ich hier auch machen. Heute jetzt nicht, aber das ist mit Inhalt des Konzeptes von Schizo-Streamer, dass ich das natürlich beibehalte und immer wieder diese Tierfakten von mir gebe, weil die sind echt interessant, witzig und auch verrückt. Also es ist von allem etwas. Und ja, ich sehe gerade, Lenzoman ist im Chat. Sehr schön, Lenzoman habe ich hier mit als Moderator im Chat eingefügt, der dann so ein bisschen im Hintergrund aufpasst. Die sogenannte Chat-Polizei. Ja, so. Also moin moin, Lenzoman. Ja. Dann habe ich also 2017 angefangen im Dezember mit dem Kanal Unnützes Wissen über Tiere und das Ganze lief ganz okay so, ne? Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, das ist alles zu eintönig, das ist immer nur Tierfakten, Tierfakten, Tierfakten und in meinem Kopf brodelt das immer, weil ich immer sehr kreativ bin und habe immer neue Ideen und hätte am liebsten da noch einen Kanal gemacht und noch einen Kanal und noch einen Kanal und noch einen Kanal, ja? So. Aber das geht so ja nicht, ne? Das ist viel zu viel und deswegen habe ich das Ganze eingedämmt und habe gesagt, so Kevin, jetzt musst du einen Kanal machen, wo du irgendwie alles unterbringen kannst. Ja, was für ein Konzept soll denn das sein? Und da habe ich mir überlegt, Schizo-Streamer, denn das Ganze ist wirklich Schizo und da kommt jetzt alles vor. Und dann habe ich angefangen, also live zu streamen auf YouTube und nun ist heute mein erster Tag hier auf Twitch. Deswegen habt ein bisschen Gnade mit mir, wenn ich mich vielleicht mit dem einen oder anderen noch nicht so ganz auskenne oder wenn meine Kanalseite noch nicht so professionell aussieht. Ja, ich habe versucht schon das Beste jetzt hier rauszuholen für den Start, aber das Ganze braucht ja auch immer Zeit. Deswegen wird das Ganze nach und nach natürlich Gestalt annehmen. Ja,
Wenn ihr offiziell Schizo werden wollt, ja, das ist überhaupt kein Problem, dann folgt mir doch erst einmal hier. Ich glaube, auch erst dann kommt ihr hier in den Chat rein. Ihr müsst mir erst einmal 10 Minuten lang folgen und dann könnt ihr auch hier in den Chat rein. Ich meine, so hatte ich das irgendwann, als ich das alles eingestellt habe, so eingegeben. Damit jetzt hier nicht jeder Honk, sag ich mal, hier reinkommt und einfach nur sagt, das ist ein Scheiß-Stream, du bist doof. So, und dann ist er wieder weg, ne? So. Deswegen erstmal 10 Minuten lang folgen. Dann könnt ihr mich beleidigen. Aber aufgepasst, Lanzoman ist auf der Hut, er ist im Hintergrund und passt auf. So, Freunde, aber wir wollen uns ja hier gut verstehen, darauf kommt es ja an. Und ja, was steckt jetzt eigentlich dahinter? Schizo-Streamer, was soll der Mist? So, also wie ich ja gerade schon sagte, auf YouTube habe ich einen Kanal, der genauso heißt, Schizo-Streamer. Und letztlich mache ich dort im Prinzip das Gleiche. Nur hat mir der besagte Lanzoman, der gerade schon im Chat ist, gesagt, wenn du wirklich was werden willst oder Erfolg haben willst, wie auch immer, dann probier es bei Twitch. Ich sag bitte, wo soll ich das probieren? Dann probier es bei Twitch. Ja, nun muss ich dazu sagen, ich bin überhaupt keiner, der irgendwie am PC hängt oder Playstation oder was auch immer und irgendwelche Games zockt. Bin ich gar nicht der Typ. Ansonsten würde man wahrscheinlich automatisch Twitch kennen. Insofern musste ich mich hier ein bisschen reinfuchsen und erstmal schauen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier das Richtige gefunden. Und ja, möchte also euch interaktiv hier im Stream mit einbinden. Aber wie mache ich das? Jetzt einfach nur so über den Chat, indem ihr Fragen stellt oder irgendwas äußert und ich reagiere darauf? Ja, im Prinzip schon, aber ich baue das Ganze noch ein bisschen weiter aus. Ich möchte hier aktiv mit euch Spiele spielen. Ja, jetzt spielt er ja doch Spiele. Sag mal, ist der denn doof? Ja, nee, ich habe mir selber Spiele ausgedacht. Zum Beispiel ein Quiz mit Quizfragen. Und da gibt es Antwortmöglichkeiten, A, B, C. Ja, zu gewinnen gibt es nichts, aber es geht ja hier um den Spaß. Und dann könnt ihr im Chat raushauen, ja, ich glaube, Antwort A ist richtig, B, C. Ihr könnt euch gegenseitig im Chat battlen. Deswegen, umso mehr hier auch in den Chat reinkommen, umso unterhaltsamer wird das Ganze, ja. Deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn ihr hier in den Chat reinkommt, tobt euch aus. Aber das brauche ich euch ja nicht sagen, ihr wisst ja, wie es hier auf Twitch läuft. Und umso aktiver ihr im Chat seid, umso mehr bringt es mir Spaß hier, das Stream. Und insgesamt entsteht dann eine echt ja, einmalige Dynamik zwischen uns. Und das würde ich mir sehr wünschen. So, aber gut, wie gesagt, es ist mein erster Stream. Das Ganze muss erst einmal hier entstehen. Und so schnell geht das nicht. Das ist mir auch klar. Aber schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt fangen wir erstmal ganz, ganz klein an. Bei YouTube, da hatte ich ja nun dadurch, dass ich ab Dezember dort schon angefangen hatte und mit unnützes Wissen über Tiere dort aktiv war, hatte ich schon mehrere Abonnenten. Deswegen, als ich jetzt dort angefangen habe, live zu streamen, das habe ich übrigens dort vor 3 Wochen gemacht, dort habe ich dann erst gestartet, hatte ich natürlich nun schon eine kleine Community. Hier fange ich erst bei Null an. Aber jetzt habe ich wenigstens schon mal 5 Follower und dafür lieben, lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank. Auch das wird ab dem nächsten Stream, ab Freitag, wird das Ganze hier eingerichtet, dass wenn ihr hier irgendwie aktiv werdet im Chat und so weiter und so fort, dass man das Ganze hier auch so, wie ihr es gewohnt seid auf Twitch, natürlich hier im Stream sieht, ja. Egal, ob ihr mir folgt, abonniert oder mich unterstützt, all das wird hier reingeballert in den Stream, aber das erst ab Freitag. Das ist für heute noch nicht freigeschaltet. Ja, wo findet ihr eigentlich die nötigen Links für das und auch damit ihr mich auf YouTube findet? Oder wie findet ihr mich auf Discord oder den Streamer, wollte ich schon sagen, hier den Server auf Twitch? Ja, all diese Links findet ihr, ich glaube, entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt noch nicht so 100% weiß, ihr geht auf meinen Kanal, also da seid ihr jetzt ja wahrscheinlich drauf, und irgendwo müsste da so ein Infobereich sein, wo so ein paar Informationen über mich auch stehen. Und da müsste ich das alles reingeballert haben. Zumindest bei, wie heißt das Ganze, Ereignisse, da habe ich das alles reingeballert, die ganzen Links zu YouTube und Discord und Twitch-Server zum Unterstützen und all das, ja. Aber wie gesagt, Unterstützen und Co. bitte heute noch nicht, also könnt ihr schon machen, aber dann wird es hier noch nicht angezeigt im Stream. Und das ist ja natürlich das Prickelnde an der ganzen Geschichte, für euch. Ja,
Gut, dann habe ich mich vorgestellt und habe von mir erzählt. Das habe ich auch schon im ersten Stream heute gemacht. Also ich bin 29 Jahre alt, komme aus Kiel und möchte also hier interaktiv mit euch das Ganze gestalten. Und deswegen ist eure Teilnahme sehr gefragt und ist sehr im Fokus. Wenn ich hier immer zur Seite gucke, dann ist das mein Kontrollmonitor. Da schaue ich so ein bisschen, was abgeht. So, und ja, wie stelle ich mir das vor? Habe ich gerade schon gesagt, in Form von Quiz oder Fehlerbilder. Ja, selber gemacht mit dem Handy, Fotos gemacht und dann anschließend grafisch bearbeitet. Und so entstehen dann hier die Fehlerbilder. Und das sind alles Sachen, wo ihr aktiv im Chat sagen könnt, hey, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Oder ich habe so und so viele Fehler gefunden. Oder ich glaube, Antwort A, B oder C ist richtig und so weiter und so fort. Ja, man könnte sagen, wer sich noch daran erinnert, das 9 Live von Twitch. Ja, ich bin jetzt aber nicht Jürgen, Gott sei Dank, ja. War früher eine coole Type, wer den noch kennt, von Big Brother Zeiten her, war das noch ein cooler Typ. Als er dann bei 9 Live war, nicht mehr so cool. Ja, gut, dann wollen wir doch mal loslegen, oder? Aber dafür warte ich noch, dass hier welche in den Chat reinkommen, Freunde, ja. Also, wenn ihr offizielle Schiedsrichter werden wollt, dann folgt mir hier einfach. Einige haben es ja schon getan, vielen Dank dafür. Ihr könnt mich natürlich auch abonnieren, ihr wisst ja, wie das hier alles läuft. Ja, bin ich euch sehr, sehr dankbar drüber oder dafür, wenn ihr das dann macht. Ja, wie gesagt, ich warte hier noch ein bisschen ab, bevor ich jetzt hier mit einem Quiz starte, bevor ich das Fehlerbild raushau, warte ich ab, dass sich hier im Chat ein bisschen was tut, Freunde, weil sonst bringt das ja nichts, ne? Wenn ich mir hier selber ein paar Fragen stelle. Deswegen, ja, kommt gerne in den Chat rein, wenn ihr hier bei Twitch angemeldet seid. Kommt in den Chat rein. Und wie gesagt, ich glaube 10 Minuten Wartezeit. Ihr müsst mir erst folgen und dann nach 10 Minuten ist der Chat freigeschaltet. Ich glaube, so war das Ganze eingestellt. Ja. Also, da würde ich dann noch ein bisschen abwarten, bis ihr in den Chat reinkommt. Und bis dahin kann ich ja noch ein bisschen erzählen. Also, genau, ich habe ja schon gesagt, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Kiel. Ich wohne hier jetzt in einer Dachgeschosswohnung. Und ich habe zwei Katzen, einen Kater und eine Katze. Ein Kater und eine Katze. Ja, es sind ja beides Katzen, ne? Was sagt man denn zu einer weiblichen Katze? Katze oder was? Und Kater bezeichnet man gar nicht als Katze, sondern als Kater? Lenzumären. Du hattest auch mal Katzen, weißt du das? Katze ist Katze und Kater ist Kater oder was? Ja, erstmal ein bisschen im Chat aufmucken. Ja, sehr gut. Kennst du mich noch? Ja. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht auf mich gemünzt, nehme ich an, oder? Einfach nur so. Keine Ahnung, ja, ich weiß das auch gerade nicht. Also, klar sagt man zur männlichen Katze Kater. Aber das ist doch auch eine Katze. Aber sagt man irgendwas Spezielles noch zu einer weiblichen Katze? Weiß das jemand? Nö, ne? Ja gut, okay. Das werde ich dann nochmal fürs nächste Mal erforschen. Ja, ich bin hier immer zweimal jetzt in der Woche aktiv. Also das heißt einmal so wie heute, dienstags und dann aber auch freitags. Und immer um 20 Uhr. Heute, wie gesagt, habe ich erstmal eine halbe Stunde gestreamt und dann habe ich kurz einen Break gemacht für 1,5 Stunden. Habe noch ein bisschen hier was vorbereitet, damit das jetzt hier nochmal ein bisschen besser läuft. Und komme deswegen zur späten Stunde nochmal zurück. Ja, geplant ist immer um 20 Uhr zu starten mit dem Stream. Ich nehme eigentlich dann immer 2 Stunden vor. Aber je nachdem, wie das läuft, wie ihr Lust habt, wie ihr drauf seid, wie ihr Bock habt, mache ich das Ganze dann natürlich auch gerne länger. Das liegt dann mit an euch. So. Du bist sehr enttäuscht. Ja, wenn du sehr enttäuscht bist, dann würde ich sagen, Nick. Ich kann nur einen Menschen hier enttäuschen, wenn ich nicht sofort weiß, wer er ist. Das müsste Nick sein. Ansonsten wüsste ich nicht, wer sich dahinter verbirgt. Na, siehste, war mir doch klar. Ja, Nick, schön, dass du hier bist. War Nick schon vergeben? Das wäre natürlich leichter für mich. Wenn ich sehe Nick, dann weiß ich, das ist Nick.
beziehungsweise Kopfnicken. Kennst du mich noch? Der ist gut. Der ist gut. Aber schön, Nick, dass du auch hier hergefunden hast. Aber du bist ja wahrscheinlich eh auf Twitch sowieso schon immer unterwegs gewesen, oder? Oder bist du jetzt extra nur wegen mir hier mit rübergekommen? Was geht, Moinsen aus Kiel City? Ja, ich komme ja auch aus Kiel. Das trifft sich ja. Wunderbärchen. Wunderbärchen, jetzt spreche ich schon wie hier von Stromberg. Ernie. Wunderbärchen. Ja. Okay, egal, das streichen wir. So. Achso, hast direkt kennst du mich noch ausprobiert, ja? Ja, das habe ich mir gedacht, dass du schon länger auf Twitch warst. Ja, was steht da? Tupsenmania oder was? Ich kann das immer auf meinem Kontrollmonitor nicht so gut erkennen. Nick weiß, wovon ich hier spreche. Da wird mal aus ein C, ein D und so weiter. So, Tupsenmania. Ja, jetzt habe ich es hier richtig gelesen. Tupsenmania. Tupsenmania. Steckt da irgendwas Bestimmtes dahinter? Hat das irgendeinen tieferen Sinn? Tupsenmania? Oder einfach nur so? Ja, aus Kiel auch, tatsächlich. Ist wahrscheinlich Zufall oder was? Oder verbirgt sich auch hinter Tupsenmania jemand, den ich kenne? Wahrscheinlich nicht, oder? Auf jeden Fall herzlich willkommen hier im Chat, im Stream und wäre schön, wenn du mir folgst, denn dann bist du ein offizieller Shizu. So, wer mir folgt und wer mich abonniert, ist ein offizieller Shizu. Ja, und was bedeutet das jetzt? Na, erstmal der Status, offizieller Shizu. Ich glaube, damit kommt man in Diskotheken gratis rein. Würde ich mal ausprobieren, wenn man mal beim nächsten Türsteher sagt, Digga, ich bin Shizu. Ich würde es mal ausprobieren. Also, hat man bestimmt eine ziemlich hohe Erfolgsquote mit. Wenn man in den Knast landen will. So. Ja. Gut, Tupsenmania scheint schon wieder weg zu sein. Ja. Er antwortet mir nicht. Aber es war jemand aus Kiel. Ja. Also nochmals. Ein herzliches Willkommen an alle da draußen, die gerade zuschauen. Ich bin der Shizu-Streamer. Bin auch auf YouTube aktiv. Ihr findet mich unter denselben Namen, Shizu-Streamer, zusammengeschrieben. Und das ist heute mein erster Stream hier auf Twitch. So, für alle, die Twitch schon seit der Kindesstube ankennen, ich bin mit der Sprache hier auf Twitch noch nicht 100% vertraut. Also wenn ich das ein oder andere vielleicht mal nicht verstehe, ja, dann habt da doch bitte etwas Nachsehen mit mir. Auch wenn ihr jetzt hier den Bildschirm seht und ihr denkt, das ist ja richtig nackig da, das gefällt mir nicht, das mag ich aber nicht leiden. Ja, das muss ich natürlich noch ein bisschen nachrüsten. Ich habe mich schon auf Tipeee eingeloggt, ja, und habe das Ganze auch schon erstellt und so weiter und so fort. Aber das sieht noch nicht so 100% aus. Aber ab Freitag, denn da bin ich wieder da, ab 20 Uhr, da soll das Ganze dann hier auch eingefügt werden mit dem Overlay und dann sollte das laufen. Und von da an, knallt das dann hier auch rein, wenn ihr mir folgt und wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich unterstützt und so weiter und so fort. Wo findet ihr eigentlich die ganzen nötigen Links dafür? Ja, und zwar habe ich die momentan hinterlegt bei Ereignisse. Ereignisse und da kann man alle Links finden. Zu Discord, zum Twitch-Server, aber auch zu YouTube. Dort findet man alles. Ich muss mal kurz zwischendurch auch in den Chat natürlich schauen. Ah, alles klar. Ja, vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank. Tupsenmania hat, ich wollte gerade schon sagen, mich abonniert. Nein, ich muss ein bisschen umdenken, ne? YouTuber, jetzt sind wir hier bei Twitch. Nein, aber du folgst mir. So, vielen lieben Dank dafür. Und natürlich, was hat Nick geschrieben?
Kappa. Okay. Ja, führe mich ein in den Wortschatz eines Twitchers. Sagt man das so wahrscheinlich nicht, ne? Ups. Auf YouTube heißt es ja YouTuber. Wie heißt das hier bei Twitch? Ist mal ein Twitcher? Das klingt irgendwie beknackt. Twitcher. Was heißt denn Kappa? Also jegliche Tipps und Tricks und ja, Informationen, die ihr für mich habt, wie ich den Kanal weiter ausbauen kann, hier, was unbedingt hier rein muss, was nicht fehlen darf, ja, haut es gerne raus im Chat. Ich bin bereit, dazu zu lernen, ja. Also haut raus, was, ja, was ihr raushauen könnt, damit ihr meinen Horizont erweitert. So, Nick, was ist nun? Was heißt denn jetzt Kappa? So. Ah, okay. Aha. Also Kappa steht letztlich für Satire. Sprich, man hat das nicht ernst gemeint. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich habe heute meinen Kater ziemlich krass liebkost. Ja, wieso? Kann man nochmal machen. Dann ist das quasi Kappa. Nick, das war doch nur Kappa. Passt das so in den Satzzusammenhang? Das war doch nur Kappa? Oder ab wann verwendet man das? Ich sag mal so, lieber Lenzomern, direkt mal schauen, dass wir hier die Einstellung zum Moderator wieder entfernen. Lenzomern, so, jetzt ist er kein Moderator mehr. Jetzt ist er nur noch... Na, das sage ich jetzt nicht. So, okay. Lenzomern, ja, G-Gay. Aber da spricht er was an. Ich heiße ja im wahren Leben Kevin. Ja, Alpha Kevin. Und leider stelle ich es auch immer wieder unter Beweis. Und insofern habe ich mir überlegt, ich nenne mich GK. Klar, ich bin der Schizo-Streamer. Das hier ist der Schizo-Stream. Ihr seid die Schizo-Gang. Im Einzelnen seid ihr die Schizos. Ja, da müsst ihr auch noch ein bisschen, ne? Ihr lernt noch dazu und ich lerne noch dazu. So. Ein Geben und ein Nehmen, ja? So. Und, ach so, okay. Jetzt verstehe ich das. Heute war ich nackt in der Schule. Kappa. Also als Satzende fügt man das dann hinten dran. Also ich habe heute meine Bude mit der Zunge gereinigt. Kappa. Ha! So in etwa, ne? Ja, entschuldigt bitte hier noch die Schmuddelecke hinten, ne? Ich weiß auch nicht, also... Ich habe nämlich, wir können mal auf die andere Kamera switchen. Ich arbeite hier mit zwei Kameras. Wir können mal auf die andere Kamera switchen. Achtung, Übergang, zack. Na, Nick, was sagst du eigentlich dazu? Hast du ja schon, ups, hast du ja schon gesehen? Auf YouTube sah das Ganze ja noch ein bisschen anders aus. Da hatte ich ja hier noch Holz hier, Holz hier, Holz. Und jetzt habe ich das ein bisschen refreshed. Ja, ist das okay so? Monkey hier, der Affe. Denn mit so ein paar Postkarten an der Seite, mit ein paar coolen Sprüchen. Ja, ich kann die ja mal vorlesen, aber der Ton lässt da ein bisschen nach. Warte, ich nehme das Mikro mal eben mit. Moment. GK auf Wanderschaft. Eine sogenannte Wander... Naja. So. Moinsen, da bin ich wieder. Ja, was haben wir denn hier eigentlich stehen? Ich finde es lustig. Das kommt übrigens von Sascha Grammel. Ja, da war ich nämlich schon mal bei ihm in der Show. Sascha Grammel, das ist so ein Bauchredner mit solchen Handpuppen und der macht das wirklich assrein, mit super Bühnenbild, alles. Also kann ich nur empfehlen, aber ist ja natürlich immer so eine Geschmackssache. Ne? Manche mögen das halt nicht so mit Bauchredner und so, aber ich finde ihn ziemlich cool und da habe ich diese Postkarte her. Ich finde es lustig, so hieß ein Programm von ihm. Dann haben wir da unter eine dicke, fette Katze auf der Heizung. So, ich muss mal selber kurz gucken, was da steht. Ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alles scheiß, steht da. Ja, so steht es da. Sag mal, Leute, ich hoffe übrigens, hier der Ton
vom Mikro ist laut genug, denn ich habe von letzten Stream gemerkt, dass der Ton viel zu leise war. Also immer, wenn euch irgendwas auffällt oder euch irgendwas stört oder ihr selber aktiv werden müsst, um irgendwas zu optimieren, dann schreibt mir das sofort in den Chat, damit ich das hier optimiere, ne? Damit es dauerhaft läuft. Ja, wenn irgendwas zu laut, zu leise ist oder irgendwas mit dem Bild nicht passt oder so, haut alles raus, ne? Wir sind Freunde, wir sind Bros. Von mir aus auch, wenn weibliche Zuschauer mit am Start sind. Naja, sind wir Cis, kann ich jetzt ja nicht sagen, aber dann sind wir... Ah, wir sind einfach die Shizu-Gang. So ist das einfach, wir sind einfach die Shizu-Gang. So, okay, ich guck nochmal in den Chat eben hier rein. Nicht, dass ich hier nur noch einen Monolog halt. Es soll ja ein Dialog sein, ne? So. Ja. Sieht geiler aus. Ja, das habe ich nämlich gehofft. Ja. Aber es hat mich auch nicht einer mal vorher gefragt auf YouTube. Mensch, irgendwie die Deko da im Hintergrund. Ne? Wo hast du das gekauft? Gibt es das etwa bei Poco oder was? Ne? Da hätte ich nämlich gesagt, nee, habe ich selber gemacht. Ja. Kreativ, da ist es wieder. Kreativ, selber gemacht. Man sieht es ja auch so ein bisschen an der Seite nicht richtig. Hier hängt auch so eine selbstgemachte Lampe. Naja, egal. Zeige ich ein anderes Mal. Und, ach komm, scheiß drauf. Warum denn ein anderes Mal zeigen? So, hier. Könnt ihr das da sehen? Ja, sieht jetzt hier vielleicht so nicht ganz cool aus. Da seht ihr auch den Greenscreen, der angrenzt. Ja, auch selber gemacht. Soll ich anmachen? Ja, gut. Ich mach mal an. Kleinen Augenblick bitte. Ja, gut. Jeder hat sicherlich schon mal leuchtende Glühbirnen gesehen. Das ist natürlich jetzt, das haut euch wahrscheinlich nicht unbedingt vom Hocker, aber boah, man kann es ja mal zeigen, ne? So. Haben wir das? Naja, auf jeden Fall hatte ich das selber hier gemacht. Das waren Holzstämme, die ich tatsächlich mal im Wald gesammelt habe und dann an den Ecken, also an den Enden jeweils schräge abgesägt habe und so weiter und so fort. Wen das interessiert, wie das hier vorher aussah, der kann ja auf YouTube gehen. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr, wenn ihr unter Ereignisse geht und dann kommt ihr direkt auf meinen Kanal. Aber es ist auch so easy going, einfach bei YouTube Shizu-Streamer eingeben, zusammengeschrieben, ja, so nennt sich da kein anderer. Und deswegen findet ihr da ziemlich schnell zu mir. So, ansonsten oben im Filter nochmal Kanäle eingeben und dann kommt ihr direkt zum Kanal. Aber auch Hashtag Shizu-Streamer und schon seid ihr da. Also das ist alles kein Thema. Dann könnt ihr mich mal sehen, wie das vorher aussah. So, und jetzt habe ich mir hier den geilen Affen hingehangen, ja, der ist... Der ist ganz chillig drauf, den darf man nicht stören. Und rundherum eben die Karten. So, dann hier, das könnt ihr ja selber lesen, nur Mut. Hier unten ist ein Küken zu sehen und da steht... Bin heute extra früher aufgestanden, da war kein Wurm, ja? Dann, ich gebe ein... Habe ich selber zensiert mit einem Smiley. So, dann haben wir hier noch, erzähl mir keine Märchen. Dann haben wir hier noch einen Eisbären, der faul auf der Haut liegt. Und dann steht da, ich bin nicht faul. Ich bin nur wohlfühlorientiert. Dann haben wir hier noch der frühe Vogel, kann mich mal. Und ganz oben schaut eine Giraffe ja, zum Fenster hinein. Und wir haben hier ein Flugzeug, was oben im Himmel ist. Und trotzdem kommt die Giraffe dort an und sagt Hallo. War das interessant jetzt? Naja, das war so meine kleine Setführung, könnte man sagen. So, dann mache ich mal die Lampe wieder aus und setze mich hier wieder am PC. Naja, und zusätzlich habe ich das Ganze noch, wie ihr seht, von links und rechts ein bisschen beleuchtet, damit das ein bisschen schicker aussieht. Außerdem auch die Lichterkette dort. Naja, und wer das Ganze schon von YouTube kennt, der weiß, dass ich ja auch dazu geneigt bin, zu eskalieren. Ja, der Shizu-Streamer eskaliert. Und wie das aussieht, das müsst ihr euch selber anschauen. Ja, geht auch gerne mal auf YouTube drauf, schaut euch das mal an. Dort bin ich samstags immer, 20 Uhr. Und dort mache ich 25 verrückte, krasse, kranke Aufgaben. Und zwei Ausgaben gab es schon. Also insgesamt habe ich schon 50 verschiedene bekloppte Sachen gemacht. Zwei weitere Ausgaben folgen dann noch. Dann habe ich am Ende 100 verrückte, kranke, krasse, dumme Sachen gemacht. So. Und da nutze ich nämlich dann immer hier den Tisch. Der ist dann voll bepackt mit den ganzen Utensilien,
Zitronen zum Beispiel, weil ich mir frisch gepressten Zitronensaft in die Augen haue. Oder eine Pinzette liegt da dann, weil ich mir die Nasenhaare zupfe. Ein Netz Zwiebeln ist dort, weil ich rohe Zwiebeln esse und so weiter und so fort. Ja, alles so verrückte Sachen. Wen das mal interessiert, der kann sich das gerne auf YouTube anschauen. So, ich schau mal wieder in den Chat. Was geht ab? Da haben wir schon wieder jemanden neuen am Start. Das freut mich sehr. Verena97, wenn ich das hier richtig sehe. Wie gesagt, der Kontrollmonitor ist immer so ein bisschen pixelig. Kann man nicht so gut lesen. Ich hole mir das mal hier rüber. Verena97, absolut korrekt, ja. Wie ich zu meinem Namen kam, Schizo-Streamer, ja, kann ich gerne erzählen. Also ich habe auf YouTube angefangen im Dezember 2017 und dort hieß mein Kanal Unnützes Wissen über Tiere. Und dort habe ich immer Tierfakten präsentiert. Und ja, das Ganze hat mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gebracht, aber irgendwann war es so eintönig. Und da ich immer sehr kreativ bin und mir immer ganz viele neue Sachen einfallen, würde ich am liebsten ganz viele Kanäle machen. Ein Quiz-Kanal, dann einen Kanal mit Handpuppen, ja, zum Beispiel hier mit Lenzomer, der auch im Chat ist, den ich immer Novi nenne. Mit dem zusammen habe ich den Kanal Monkey Late Night, könnt ihr auch mal vorbeischauen. Wie gesagt, ist immer eine Frage des Humors, ne, wer das mag. Aber mit Klappmaulpuppen machen wir da quasi für Erwachsene. Ja, so ein bisschen Comedy. Und so habe ich immer wieder neue Ideen gehabt und ich wollte am liebsten da noch einen Kanal gründen und da noch. Und das ist natürlich Schizo, ne? So. Und deswegen musste ich das Ganze komprimieren und irgendwie in einen Kanal reinpassen. Und deswegen habe ich dann den Kanal, der zu Anfang Unnützes Wissen über Tiere hieß, umbenannt, jetzt in Schizo-Streamer. Von nun an bin ich live. Ja, das mache ich jetzt auf YouTube schon seit 3 Wochen. Hier ist es heute mein erstes Mal. Es ist meine Entjungferung. Da können wir ganz offen drüber sprechen. Und ja, Schizo-Streamer, abgeleitet von Schizophren. So, mehrere Persönlichkeiten, die in einen stecken. Und ich denke mal, in jeden stecken auf gesunde Art und Weise mehrere Persönlichkeiten. Also ich will das jetzt gar nicht hier ins Lächerliche ziehen. Das ist natürlich eine ernsthafte Erkrankung, eine psychische Erkrankung. Aber dennoch, daher abgeleitet von Schizophren, Schizo, weil ich in meinen Streams selber oft in verschiedene Rollen schlüpfe. Denn, wie gesagt, ich selber mag auch gerne Comedy-Elemente und das habe ich auf YouTube in letzter Zeit absolut vernachlässigt und es waren eher nur noch so sachliche Kanäle und so und ich möchte gerne alles irgendwie zusammenwürfeln. Deswegen Comedy, Tierfakten und vor allen Dingen, und das ermöglicht mir ja das Medium live zu sein, interaktiv zu sein und zwar mit euch, ja, liebe Schizo-Gang. Ja, mit euch möchte ich hier aktiv sein und das nicht nur einfach, indem wir uns hier so ein bisschen hin und her schreiben, sondern indem ich zum Beispiel verschiedene Quizze vorbereitet habe oder Fehlerbilder, wenn ich selber mit dem Handy unterwegs war, Fotos gemacht habe und dann, wie man es kennt, ja von früher noch, wo man vielleicht kleiner war, diese typischen Fehlerbilder, finde 5 Fehler auf der rechten Seite und das habe ich selber gemacht. Und dann könnt ihr hier im Chat raushauen, ich habe 3 Fehler gefunden, ich 5 oder ey, da ist doch noch ein Fehler links in der Ecke, ja, genauso wie mit dem Quiz. Haut die richtigen Antworten raus, bettelt euch gegenseitig im Chat. Ja, lasst uns hier eine richtig aktive Gruppe sein. Das ist so, worauf ich hinaus möchte und worauf ich Bock habe. Dass wir hier richtig aktiv miteinander zugange sind und das dennoch angezogen. Ja. So. Ja, und deswegen, umso mehr mir also hier auch folgen oder natürlich mich abonnieren, darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen, umso mehr mir hier folgen, umso mehr wächst dann die Community, die Schizo-Gang, ja, denn wer mich abonniert oder wer mir folgt, der ist ein offizieller Schizo, ja, am besten auch noch auf YouTube gleich mit, ja, damit das Ganze immer größer wird. So, jetzt habe ich ziemlich kurz und knapp die Frage beantwortet, oder? Verena, ist die Frage beantwortet oder ist er eingeschlafen? Ja, morgen bin ich Millionär. Das stimmt. Morgen bin ich sofort Millionär. Nein. Ach, wisst ihr, das ist natürlich klar. Ne? Natürlich kann man ja, die Möglichkeit bietet sich ja über YouTube und auch hier über Twitch, dass man Geld verdienen kann mit der ganzen Geschichte. Und natürlich möchte ich ein Stück vom Kuchen abhaben, das ist natürlich klar. Aber der Ursprung kommt ja wirklich daher, dass ich das Ganze schon... Also wenn ich mal jetzt ganz von vorne anfangen soll, ich will nicht so viel erzählen, wenn euch das langweilt.
Aber es kommt ja wirklich daher, mit 11 Jahren habe ich ja angefangen, mich selber zu filmen und so kranken Scheiß zu machen. Ja? Mit 11 Jahren, ich war 11, da haben meine Eltern den Fehler gemacht und haben mir eine Kamera geschenkt. Ja. So, und so ging das Ganze los. Und ich habe das, glaube ich, schon auf YouTube erzählt, aber ich erzähle es ja gerne auch nochmal. Ich fing damit an, ich hatte damals so 3 Favoriten, was ich gerne selber im Fernsehen gesehen habe. Das war damals die Wochenshow, die auf Sat.1 lief, RTL Samstagnacht auf RTL und die RTL Freitagnacht-News. Das waren so 3 Formate, ich habe sie geliebt und wollte sowas in der Richtung dann auch umsetzen. So ein bisschen so Nachrichten, Satire und so weiter und so fort. Hab mir dann so eine verrückte Figur ausgedacht, die komplett den ganzen Kopf mit einem Verband umwickelt hat. Nur ein Auge ist frei und da drunter unter dem Verband ist dann aber noch eine Brille. Und ich nannte mich Willi Hellmann. Ja, und das Ganze hieß dann die Willi Hellmann Show. Und ja, damit fing ich an mit 11 Jahren, damals im Kinderzimmer, was ich mir noch mit meiner Schwester zusammen geteilt habe. Wir hatten ein Etagenbett, das stand dann im Hintergrund. Vom Etagenbett habe ich einfach eine Wolldecke runtergehangen, das war dann so mein Hintergrund. Dann mein Nachrichtenpult war das Bügelbrett meiner Mutter. Dort habe ich dann auch nochmal eine Wolldecke drüber gehauen. Und dann habe ich einfach die Schreibtischlampen auf mich gerichtet. So, und schon war ich ein ganz, ganz großer bei mir im Kinderzimmer. No? Und das Ganze habe ich nur für mich gemacht, zum Spaß, ja, aus reiner Freude. Ja, und da hat auch keiner gesagt, ne, GK, da kriegst du jetzt Geld für, ne? Nö, das habe ich ja noch nicht mal irgendjemandem groß gezeigt, ja. Irgendwann später nachher in der Schule habe ich dann davon erzählt und dann wollten die Klassenkameraden das gerne mal sehen und dann habe ich dort die VHS-Kassetten untergebracht. Ja, gratis. Später habe ich natürlich auch ein bisschen Geld dafür genommen. So ging das Ganze los, ja. Und dann, wie gesagt, und dann später nachher mit meinem Arbeitskollegen zusammen und besten Freund hier auf YouTube gestartet und ja. So hat sich das Ganze entwickelt. Dann haben wir zusammen Comedy gemacht, Improvisation auf YouTube und so ging das Ganze los und Geld verdienen kannst du ja sowieso auf YouTube, erst wenn du 4000 Stunden Watchtime hast innerhalb von 12 Monaten und wenn du 1000 Abonnenten hast, ja. Ich bin jetzt kurz davor, 50 Abonnenten zu erreichen. Ich freue mich darüber, aber wenn man mal überlegt, ne, 1000 Abonnenten, oh, ich habe 50 Abonnenten, so, ne, und aktuell bin ich dort bei einer Watchtime von über 150 Stunden, muss aber 4000 Stunden erreichen. Also es sind das ist noch ein weiter Weg bis dahin, dass man dann da Geld verdienen kann. Und hier bei Twitch werden ja auch gewisse Anforderungen gestellt, bis man hier überhaupt mal Geld verdienen kann, ja. Außer eben über diese Möglichkeit Tippi eben, ne, einfach draufgehen und sagen, so, den gönne ich jetzt mal 2 Euro, freue ich mich drüber. Mein Ziel ist ja, 70 Euro erstmal zu erreichen, weil ich mir gerne 2 Lampen kaufen würde, also 2 solche Strahler, die eben hier links und rechts in die Ecken kommen. Denn jetzt aktuell habe ich hier so eine Neonröhre mir hier hingestellt, die hier so schräge vor mir steht. Weil die guten Softboxen, ja, die also wirklich zum Beleuchten, zum Film gedacht sind, die liegen hier auf dem Fußboden und leuchten den Greenscreen an, damit der vernünftig und gleichmäßig beleuchtet ist. So, und deswegen habe ich keine Lichter für vorne. Deswegen die Neonröhre, die allerdings einen sehr guten Job macht, ne? Also muss ich schon sagen. Aber da hätte ich gerne solche vernünftigen Strahler. Deswegen würde ich mich freuen, da auf 70 Euro zu kommen. Aber da bin ich auch ganz offen und transparent und sage euch natürlich, was ich gerne von diesem Geld mir leisten möchte. Und letztlich ist es ja alles für den Stream, damit ihr eine bessere Qualität kriegt. Besseres Licht, bessere Kameras, besserer Ton und so weiter und so fort. So. Und da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Und wie gesagt, ab Freitag könnt ihr dann auch selber sehen, dann wird hier die Grafik eingeblendet, wie viel Geld ist schon zusammen, wie weit bin ich noch vom Ziel entfernt und so weiter und so fort. So, das nur am Rande. Wie gesagt, ab heute ist das Ganze noch nicht aktiviert. Aber wer dann möchte, kann mir gerne 2 Euro oder mehr spenden. So, Verena, du bist noch da, das freut mich. Ich dachte schon, du wärst weg. Ja, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Ja. Gelernter Einzelhandelskaufmann. Und dementsprechend, ne?
So, ich gucke jetzt hier gerade so. Ich habe ja zwei Katzen. Ich hatte das vorhin schon erzählt. Ich habe zwei Katzen. Ein Kater und eine Katze. Sag mal, Verena, weißt du? Das habe ich mich hier gerade gefragt. Man sagt ja zum Kater Kater, ne? Und zur weiblichen Katze nur Katze oder wie? Weil, also der Kater ist doch letztlich auch eine Katze. Es sind doch Katzen. Aber den Kater bezeichnet man als Kater. Aber was sagt man jetzt zur weiblichen Katze? Oder einfach nur Katze? Und der Kater ist tatsächlich nur der Kater. Weißt du das? Na, ich stelle hier Fragen, was? Sehr, sehr cool von dir, Topsenmania. Vielen lieben Dank, dass du mich auch auf YouTube abonniert hast. Wirklich, freue ich mich sehr drüber. Vielen lieben Dank. Genau, 43 Abonnenten. Es waren vor kurzem schon 44 Abonnenten, aber da hat einer wieder gesagt, und tschüss. Ja, aber so ist das, ne? Da darf man sich nicht ins Höschen machen. So, einfach Katze, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich. Na, auf jeden Fall, jetzt guckte ich hier gerade, weil hier unten sind die Katzenklos platziert. Und der Kater Carlo, der zuckersüß ist übrigens, der ging da gerade hin und ich dachte, er macht jetzt groß. Denn das hat er hier schon sehr oft gemacht. Wenn ich auf YouTube jetzt gestreamt habe, dann hat er immer genau in der Zeit sein Revier markiert. Und dann, naja. So. Ja, das kann durchaus sein. Nick. Ja, dass die weibliche Katze Pussy genannt wird. Gut. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. So, Freunde, jetzt haben wir ja hier ein paar Leute im Chat eingefunden, ne? Wollen wir vielleicht mal mit einem Quiz starten? Habt ihr Bock? Oder soll ich hier noch ein bisschen warten, bis noch ein paar Leute dazukommen? Oder wollen wir einfach mal starten. Also ich habe für heute, normalerweise mache ich immer 10 Fragen. Für heute habe ich erstmal, nur weil ich euch mal so ein bisschen zeigen möchte, wie das Ganze ungefähr dann aussieht, habe ich jetzt erstmal nur 3 Fragen am Start. Nur 3 Fragen, aber sonst sind es immer 10 Fragen, ja? Also heute einfach mal so langsam anfangen, damit ihr mal seht, was ich meine, wenn ich davon spreche. Ich würde mich freuen, dass ihr hier aktiv im Chat zugange seid, euch gegenseitig ein bisschen battelt und so, ne? Und dann habe ich auch noch ein Fehlerbild heute vorbereitet. Ein Fehlerbild, das sind sonst immer 3. Ja, also alles heute ein bisschen kleiner gehalten. Aber damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt, ja? Und ab Freitag, Freunde, ich hoffe, ihr seid Freitag wieder mit am Start. Ja, ab 20 Uhr bin ich wieder hier. Es kann allerdings auch immer sein, so ist es auch bei YouTube, dass ich immer wieder mal spontan da bin. Deswegen lohnt sich natürlich das Folgen und ja, abonnieren lohnt sich natürlich auch, klar, weil ich immer wieder auch spontan komme. Das ist ein Satz, den möchte ich gerne streichen. Ja, Entschuldigung, tut mir leid, war nicht so gemeint, wie es rüberkam. Obwohl der Satz gar nicht so verkehrt war. Ja, deswegen lohnt es sich, mir zu folgen und zu abonnieren. So, wollt ihr noch mal kurz hier rüberschauen? Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Irgendwie hat das was, oder? Irgendwie hat das was. Also wenn man das mal vorher sieht, wie das aussah mit den Hölzern und so, dann muss ich sagen, also ich persönlich jetzt, klar, ich habe es ja jetzt auch umgebaut oder umdekoriert, finde ich das geiler. Naja, könnt ihr ja mal schauen. Geht mal auf YouTube, Shizu-Streamer zusammengeschrieben. So, jetzt kommt der Kater hier auf den Tisch und geht hinter dem Bildschirm. Also hier an der Seite ist ein Sofa, dann gehen sie von dem Sofa auf den Tisch und dann, weil der PC-Schreibtisch direkt hier am Fenster an der Wand rangeschoben ist, klettern sie dann so am Bildschirm vorbei, um dann auf die Fensterbank zu gehen. So, und jetzt zeige ich Carlo mal. Und der ist zuckersüß, ja? Verena, bist du noch da? Schau mal. Was sagst du hierzu? Ah! Carlo! Na, Spatz? Ja, du sollst in die Kamera gucken. Was machst du denn da? Ja, da guckst du, ne, Spatz? Ja, das war Carlo. So, Freunde, was sagt ihr dazu? Er ist auch so ein kleiner Shizu, ne? Das kann ich euch sagen. Das ist ein Rabauke. Ich glaube, jetzt müsste er 3 Jahre alt sein. Also noch relativ jung. Und da hat das Faustdeck hinter den Ohren, sage ich euch. Wirklich. Ja. Ja, das glaube ich dir.
Das habe ich mir auch gedacht und so ist es dann auch geschehen. Ja, achso, jetzt ist hier ein bisschen zu tief. Der Kater hat von hinten gegen die Kamera gestupst. Das sollte wohl heißen, ey Alter, seh zu, dass du uns jetzt mal fütterst. Hör auf mit dem Mist. Ja, Carlo, jetzt ich... Jetzt muss ich das hier... Ja, das noch mal einstellen. So, okay. So, ab dafür. Ja, okay, wir starten mit dem Quiz, ja? Okay. So, ich habe das hier alles nochmal ein bisschen neu gemacht für Twitch extra. Deswegen, wenn irgendetwas jetzt nicht ganz funktioniert, musikalisch von den Sounds her oder ich löse die falsche Antwort als richtig auf, dann verzeiht mir bitte, ja? Ich muss mich hier selber auch noch ein bisschen eintüdeln. So. Also, so sieht das Ganze aus, wenn wir Quiz-Time machen. So sieht das Ganze also aus. Genau, und dann habe ich hier natürlich auch ein bisschen Mucke parat. So, Moment einmal. So. Wartet die Mucke? Hört man Musik? Ich glaube nicht. Musik ist nicht zu hören, aber jetzt. So, jetzt geht's los. Okay, also ich blende die erste Frage ein, dann folgen die drei Antwortmöglichkeiten. Möglichst schnell die Antworten raushauen, ja. Wer meint, er weiß die richtige Antwort, haut sie raus, dann löse ich sie auf. Zu gewinnen gibt's wie gesagt nichts und ihr könnt unter euch ausmachen, wer denn hier ja, am meisten gewusst hat. Ich schreibe jetzt mal nicht mit, ja, sonst schreibe ich immer mit. Wenn es nur wenig Leute sind, schreibe ich mit. Ich schreibe jetzt mal nicht mit. So. Gut, dann die erste Frage. Und zwar, aus welcher Stadt wurde die letzte Ausgabe von Wetten, dass gesendet? Ah, das ist aber echt eine gemeine Frage, ne? Ich glaube auch für dich, Nick, ne? Weil Nick ist sonst immer einer, der sehr viel weiß. Also mit Nick meine ich ja, kennst du mich noch? Dahinter verbirgt sich Nick. Ja, und A, München, B, Nürnberg oder ist es C, Bonn. So, und jetzt könnt ihr raushauen A, B oder C. Und dann schauen wir mal. So, Nick sagt A. Arena, komm, hau raus. Tobsenmania. Hau raus. Was glaubst du? Nicht googeln, Freunde. Wer googelt, der bescheißt sich selber, ne? Das nur mal für euch. So, also A, C, A. Okay, alles klar. Ist hier noch jemand im Chat? Novi? Novi hält sich da im Hintergrund. Na klar, du bist auch wieder da. Schön, dass du wieder da bist. Ja, heute am frühen Abend. Naja, am frühen Abend kann man jetzt auch nicht sagen. Aber als ich um 20 Uhr schon gestreamt habe, da warst du ja auch schon dabei. Insofern freut es mich, dass du wieder mit am Start bist. So. Ja, also ich habe hier gerade mal mit einem Quiz gestartet. Erste Frage und wir lösen mal auf. Nürnberg wäre richtig. B. Hat keiner von euch, ne? A, C und nochmal A. Tja, es war aber tatsächlich B. Ja, gut. Dann gibt es keinen Punkt. Wie gesagt, heute nur drei Fragen, sonst habe ich immer 10 Fragen am Start. Einfach mal, damit wir uns hier mal so ein bisschen langsam eingrooven und ihr ein Gefühl dafür kriegt, was ich denn hier eigentlich so mache und mir vorgenommen habe. So, nächste Frage. So. Und zwar ist das, Moment, haben wir sie jetzt? Ja, haben wir. So, ich muss ja immer so ein bisschen hin und her navigieren. Deswegen dauert das manchmal ein kleines bisschen. So. Wer ersetzte Charlie Sheen in der Serie Two and a Half Men? So. Ist das A, Adam Sandler? Ist das B, Kevin James? Oder aber C, Ashton Kutcher? So, C, A, achso, da unten, ja. So, Lenzoman sagt C,
Kevin, nee, Ashton Kutcher. Mhm, mhm. Oh, da seid ihr euch alle einig, ne? Da seid ihr euch alle einig, so wie ich das sehe. Absolut korrekt. So, jetzt mal bitte eine freie Meinungsäußerung. Haut mal raus. Wie findet ihr Two and a Half Men? Also, ich finde es mega geil. Also, das ist mein Humor. Also, ich fand es natürlich mit Charlie Sheen besser. Ja, auf jeden Fall. Aber später war es auch noch okay. Aber das ist mein Humor. Also, wenn ihr wissen wollt, wie mein Humor ist, das ist mein Humor. So. So. Scheiße, sagt Nick. Oh, Nick, du. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das kann ich... Naja, Novi kümmert sich darum. So, ja. Ja, also ich fand das auch sehr cool und das ist, wie gesagt, genau mein Humor. Kann ich mich sehr drüber amüsieren. Ich mag ja auch diesen derben Humor, den Schwarzhumor unter der Gürtellinie und so. So ein bisschen auch dieser Fäkalhumor oder so. Das ist meins, aber das ist immer eine Geschmackssache, ne? Manchen ist das zu derb oder nicht intelligent genug oder so. Naja, so. Ja. 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 Auf jeden Fall. So, Freunde, eine Frage habe ich noch. Hau ich raus, ne? Scrubs, ja, Scrubs habe ich von Novi bekommen, also hier von Lenzoman. Habe ich die gesamte Box bekommen von Scrubs. Finde ich auch super geil. Finde ich auch super geil. Aber da bin ich jetzt so ein bisschen, das wurde mir nachher so ein bisschen zu eintönig. Da habe ich jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich war jetzt bei der vierten Staffel, habe ich jetzt erstmal einen Break gemacht und gucke andere Sachen gerade. Aber das, ja. Gefällt mir auch sehr. So, okay, also wir machen hier nochmal die dritte Frage für alle, die vielleicht jetzt erst neu dazugekommen sind. Erst einmal, moin moin, ja, ich bin der Schizo-Streamer, nenne mich ja aber GK, denn im wahren Leben heiße ich Kevin. Und ja, meine Lieben, ich weiß, das ist ein richtiger Dödelname. Deswegen ja auch GK. So, ich bin auf YouTube auch als Schizo-Streamer unterwegs, falls ihr das Ganze mal auschecken möchtet, nur zu. In den Ereignissen hier findet ihr alle nötigen Links, die ihr benötigt, um mich eben auf YouTube zu finden oder auch auf Discord oder hier der Twitch-Server und so weiter und so fort, ja. Ab Freitag, wer mag, kann man mich auch gerne unterstützen oder aber einfach nur eben folgen oder abonnieren, was auch alles möglich ist hier mit den Bits und Co. Und alles wird reingeknallt hier in den Stream, so wie ihr das auch von anderen Twitch-Kanälen kennt. So, ja. Schizo-Streamer, was soll der ganze Kram eigentlich? Ja, ihr seht es hier schon. Zum Beispiel quizze ich hier mit euch. Ihr könnt hier eure Antworten raushauen. Das Ganze ist interaktiv. So ist zumindest mein Plan. Es gibt nachher zum Beispiel noch ein Fehlerbild und so weiter und so fort. Und da spinne ich mir immer weiter ein paar Sachen zurecht. Das 9 Live von Twitch, könnte man sagen. Nur ohne Jürgen, nur ohne lange Warteschleifen und ohne Gewinn. Ja, aber wahrscheinlich gab es auf 9 Live auch nie einen richtigen Gewinn. Naja. So, heute das Ganze ein bisschen kleiner. Jetzt sind es nur 3 Fragen, sonst sind es 10 Fragen. Auch nachher das Fehlerbild ist nur 1, aber sonst sind es 3. Außerdem gibt es hier unnützes Wissen über Tiere, also Tierfakten. Die haue ich ja auch immer raus. Heute mal jetzt nicht. Jetzt konzentrieren wir uns nur mal auf diese aktiven Sachen, weil unnützes Wissen über Tiere ist ja nichts Aktives, aber ist sehr unterhaltsam. Und vieles, vieles mehr dann ab Freitag. Ab Freitag quasi, könnte man sagen, geht es dann richtig los. Heute hier also mein erster Stream. So ein kleiner Test, könnte man auch sagen. Und dann geht es also Freitag 20 Uhr richtig los. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und Leute, wenn euch das Ganze hier gefällt, dann seid auf jeden Fall Samstag 20 Uhr bei YouTube dabei. Denn dann werde ich mir wieder 25 krasse, eklige, verrückte Sachen antun und über mich ergehen lassen. Schaut da unbedingt mal rein. Das lohnt sich. So, umso mehr wir auch dort sind, umso cooler. So, jetzt halte ich aber mal einen Rand. Hat schon jemand geschrieben, ich soll mal die Schnute halten? Nein. Okay.
Gut, huh, Schwein gehabt, ne? So, nächste Frage. Und die kommt sofort. So, da ist sie. Achtung. Und welcher Teil des Herzens pumpt Blut in den Körper? Ist das A, die rechte Arterie? Ist das B, linke Kammer? Oder ist das C, Herzklappen? Was meint ihr? Haut eure Antworten raus. Ja, wunderbar, dass du in Köln bist. So, Verena 97, B. Kennst du mich noch? B. Ich kann das immer nicht. Stojan war das ja. Mit ST habe ich mir gemerkt. Der Stojan. So, B, 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 alle B, ne? So, alles klar. Dann schauen wir mal. Was ist los? Wieso wisst ihr das? Das gibt's ja gar nicht. Naja, gut. Arterie. Habt ihr alle Google angeschmissen oder was? Habt ihr geraten oder wisst ihr das alle? Ich glaube, ich selber. Also ich hätte hier geraten. Gewusst hätte ich es nicht. Sage ich euch ganz ehrlich. Woher wisst ihr das? Intelligente Schizos auf jeden Fall. Ja, das gefällt mir. Sehr gut. Aber das ist, dann bekommt Nick endlich mal Konkurrenz, ja? Bei YouTube, da sahnt er immer gnadenlos ab. Da haut er einen raus. Das gibt's gar nicht, einen nach den nächsten. Und wenn jetzt hier mal ein paar intelligente Schizo-Bestien dazukommen, dann ist das nur optimal. Na, Nick, bibbern die Knie oder was? Ach. Hör doch auf, Nick, Mensch. 9. Klasse. Naja, gut. 9. Klasse, weißt du? Da habe ich mich auf andere Sachen konzentriert, aber nicht darauf, was da irgendwie an der Tafel angemalt wurde oder so. Naja, gut, das sind andere Geschichten. Ja. Ja, super. Haben wir denn hier einen Gewinner oder nicht? Die erste Frage hattet ihr alle falsch, die zweite hattet ihr alle richtig und die dritte auch, ne? Ja, dann steht es ja unentschieden. Ja, aber ist doch geil. Super geile Schizo-Gang hier, ja? Haben alle dasselbe Wissen. Sehr schön, das freut mich. Bin ich ja wohl eben nur der Außenseiter. Oh, Mist. Ja, was soll man machen? Ja, das war das, Freunde. Ich hoffe, also euch gefällt das. Das würde ich Freitag dann also in zehnfacher Dosierung raushauen, ja? Und wie immer, Nick, ja, ich sag es immer, dann schwerere Fragen, ja, dann werden sie schwerer sein. Ich nehme es mir zumindest vor. Ich hole mir dann die Millionenfragen von Wer wird Millionär aus dem Keller, ja, und dann mal schauen. Ja, hau rein, Nick. Schön, dass du reingeschaut hast. Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr toll, sehr, sehr schön. Ein treuer Anhänger der Schizo-Gang. Schizo-Power. Sehr schön. Gut. So, Nick. Ja, und viel Spaß in Köln auf jeden Fall, ne? Köln, ziemlich geil. War ich auch schon mehrfach, vor allen Dingen zu Silvester. Und also Köln, gerade zu Silvester, dort am Rhein, Bombe. Wo feiert ihr so Silvester, wenn ich mal fragen darf? Der Stojan, wo feierst du Silvester? Topsmania, Verena 97, haut mal raus. Wo feiert ihr Silvester? Im kleinen Kreis, in der Disco, irgendwo in einer anderen Stadt? Düsseldorf. Und kommst du auch aus Düsseldorf oder reist du da dann extra an? Dänemark. Okay, Dänemark, ja. Klingt auch interessant. Ist da irgendwas Besonderes?
was empfehlenswertes oder Verwandtschaft oder was haut dich dahin? Kommst aus Düsseldorf, ja. Und Düsseldorf rockt oder Silvester einfach im familiären Kreis oder mit Kumpels oder wie? Also ich bin ja die letzten 2 Jahre nicht mehr, aber sonst war ich die letzten Jahre immer in Köln zu Silvester. Direkt am Rhein, draußen. Gut, mit Musik war dann natürlich nichts, aber ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen. Am Rhein erstmal überhaupt die ganze Zeit draußen sein. Klar, man friert nachher ein bisschen, aber das hat irgendwie alles auch sein gewisses Feeling. Man hat einen Rucksack mit, dort hat man selber dann Getränke mit drin, die ganzen Raketen und Böller und so weiter und so fort. Vorher irgendwie noch schön essen gehen dort irgendwo und dann nachher schön auf der anderen Rheinseite, also gegenüber vom Dom, dann dort sammeln. Dort sind ganz viele Menschen und dann ab 12 Uhr, wenn dann am gesamten Rhein entlang die ganzen Raketen, das ganze Feuerwerk, alles in die Luft gejagt wird. Also geil. Das ist ein Erlebnis, klar, akustisch, aber auch optisch. Vor allen Dingen, weil sich das ja auf dem Wasser alles widerspiegelt, das ganze Feuerwerk. Und dann fahren da diese ganzen Passagierschiffe und hupen und dann geht da noch diese große Brücke über den Rhein dort an der Stelle beim Dom. Die Hohenzollernbrücke. Und wenn Züge darüber fahren, dann hupen die auch noch. Und na, hupen sagt man da nicht, ne? Was sagt man da? Geben ihr Signal von sich? Ah, ihr wisst, was ich meine, Schizos. So, und das kann ich nur empfehlen. Also, denn ganz zu Anfang war ich in Berlin, da zur größten Silvesterparty, direkt am Brandenburger Tor. Und da habe ich mir mehr von versprochen, muss ich ehrlich sagen. Also, da war ich, weiß ich jetzt nicht, wie lange das her ist, vor 5 Jahren oder so, und da haben gerade Joko und Klaas das Ganze moderiert und man konnte schlecht was sehen. Die Musik-Acts waren alle so eher so, ne, nicht so mein Geschmack. Und das fette Feuerwerk fand ich gar nicht so fett. Naja, so, ich schau mal hier zurück in den Chat, was ihr so schreibt. Naja, mit Freunden und Familie. Ja, so habe ich das ja früher auch immer gemacht, immer mit der Familie, hauptsächlich mit der Familie, und da kamen dann immer Freunde dazu. Genau, und dann aber, als ich meine damalige Freundin kennengelernt habe und wir dann auch zusammengezogen sind, haben wir für uns alleine immer Silvester gefeiert und sind dann eben nach Berlin, nach Köln, und hat einfach nur Spaß gebracht. So, jetzt bin ich hier, ich werde hier immer kleiner, ne? Immer mehr den Buckel hier. Gerade sitzen ist auch anstrengend. So. Übrigens, hinter dem Bildschirm liegt immer noch Carlo. Der hat sich da jetzt hingelegt. Der beobachtet mich. Der zählt schon die Sekunden. Ja, Carlo, eine Stunde musst du noch ausharren. Eine Stunde und dann gibt es hier Happa Happa. Gute Nachtfutter. Ne? Hm? Ja, ich stream hier noch. Na, ist doch heute mein erstes Mal hier auf Twitch. Hm? Bringt Spaß, ja. Bringt Spaß. So. Ja, ja, cool. Ja, Silvester ist... Aber seid ihr denn auch solche Böller-Freaks? Also früher, wo ich noch jünger war, habe ich sehr gerne geknallt. Heute knall ich auf andere Art und Weise. Carlo, muss immer sowas sein. Das kann man auch mal irgendwie... Betreibst du hier die ganzen... So. Ja. Früher habe ich auch gerne geböllert und heutzutage eher so Leuchtfeuerwerk. Darauf stehe ich heutzutage. Wenn man einmal anzündet und das Ding dann irgendwie 3 Minuten oder so alles mögliche in die Luft ballert. Ach ja, ist ja nicht mehr so lange hin, ne? Ist ja nicht mehr so lange hin. So. Ach, guck an, da oben habe ich eine Nachricht. Ich schau mal eben nach. Was steht da denn? Ach, ich habe hier wieder irgendwas erreicht. Was habe ich denn erreicht? Ah ja. Wer beobachtet die Zuschauer? Und 3 weitere Dinger habe ich erreicht. Ja. Diese kleinen Meilensteine hier bei Twitch, die man nach und nach erreicht. Umso mehr Follower, umso mehr
Abonnenten, umso mehr zuschauen, umso mehr im Chat aktiv sind und so. Dafür gibt es alles so einzelne Steps und dann werde ich hier benachrichtigt, wenn ich davon was erreicht habe. Ja. Naja, so. Ja, ist eigentlich hier noch, ich versuche sie nämlich hier zu behalten, weil in der Regel, ich kenne das über YouTube, da sind eher die Männer aktiv, beziehungsweise sind dort eher vertreten bei mir. Deswegen freue ich mich, wenn hier eine weibliche Person ist wie Verena. Verena, bist du noch da? Langweile ich dich? Ja, Leute, wenn ihr noch irgendwie Fragen an mich habt oder so, ne, haut einfach raus. Solange das kein Schmuddelkram ist, ja. Ja, könnt ihr mich natürlich auch Sachen fragen, ne? Ich finde das immer cool, wenn wir uns hier gegenseitig so ein bisschen kennenlernen und man so ein bisschen weiß, ne, nicht nur ihr, Mensch, Leute, diese blöde Schmuddelecke, das sieht so ätzend aus. Sorry. Ich werde da Freitag, werde ich da, weiß ich auch nicht. Werde ich da einen Besen davor oder so. So, ich finde das immer ganz cool, nicht nur, wenn ich jetzt hier als Streamer von mir so erzähle, sondern ich möchte auch gerne wissen, wer ihr so seid. Und gerade, wenn ihr mir dann auch folgt und wir uns hier also öfter jetzt sehen, dann möchte ich schon immer gerne wissen, so, wie alt seid ihr, woher kommt ihr und so, ne, das muss ich so ein bisschen kennenlernen. Ja. Ah, okay. Er hat gar nicht geknallt, nur, also, auf der Ecke, auf der du bist, wird da jetzt nicht so geknallt oder wird generell in Dänemark gar nicht so geknallt? Ich war bisher nur einmal in Dänemark, aber auch nur ganz kurz. Einmal kurz hingefahren, ich glaube, einen Döner haben wir gegessen. Einen Döner haben wir gegessen und da haben wir einen Rückwärtsgang eingelegt. Ja, habe ich richtig viel von Dänemark gesehen. Das war krass. Auf euch, Schizos. Nee, gar nicht. Gar nicht. Deswegen bin ich ja auch hier jetzt bei IRL. Oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Genau, weil ich eben nicht zocke. Ich zocke gar nicht. Aber ich zocke hier mit euch. So. Aber ich selber gar nicht. Nee. Also. Ja, mein Hobby eben, ja. Oder was ich sehr gerne mache, ist eben Videos produzieren, schneiden. Ja, und dieses ganze Kreative halt. Ne? Das ist, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ist es geil. Ist es irgendwie geil und nützlich auch, dass man immer sofort irgendwelche Ideen parat hat oder so. Und dass einem immer so viel einfällt, wo andere vielleicht grübeln. Aber auf der anderen Seite lässt der Kopf auch nie nach. Das ist echt ätzend. Da liegst du abends im Bett und ratter, 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 ratter. Na, und gerade ich, der dann hier immer so viel macht, eben auch mit Schneiden und so und Shows und hast du nicht gesehen, dann überlege ich wegen Grafik, wegen Logos, wegen Farben, wegen Titel, wegen Musik, wegen Studiobau und. Und das nimmt kein Ende. Und das ist manchmal auch echt ätzend. Aber das ist halt mein Hobby so, so, ja, schneiden, cuttermäßig und so weiter und so fort. Vor der Kamera stehen. Wie gesagt, ich mache das ja schon mehrere Jahre bei YouTube. Jetzt halt live und jetzt auch zum allerersten Mal hier bei Twitch. Und also bis jetzt bin ich positiv überrascht. Also ich habe ja gedacht, hier kommt entweder kein Zuschauer oder vielleicht nur einer. Insofern bin ich froh, dass es hier schon so zwischen 5 und 7 Zuschauern schwankt. Aber da machen wir uns natürlich nichts vor. Natürlich ist das noch relativ wenig, ne? Das ist klar. Aber ich bin froh. Und vor allen Dingen, dass ihr auch direkt hier schon mal mir folgt. Super, freue ich mich. Hat sich das Streamen für den heutigen Tag doch schon mal gelohnt. Ich habe schon was erreicht. Ja, freut mich sehr. Und sogar auf YouTube abonniert. Durch Twitch auf YouTube abonniert. Wie geil ist das denn? Ach ja. Topsmania, du. Ich feiere ich. Sieht man mir nicht an, aber ich tue es. Innerlich feiere ich richtig krass. Oh. Boah, da geht gerade richtig die Post ab. Nein, wirklich. Vielen lieben Dank.
Gut, also, ja. Ich dachte, wir haben ja so ein bisschen weibliche Connection mal reinbekommen in die Schizogang, aber wie es aussieht, ist Verena einfach gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Naja, gut. Ist ein freies Land. Kann sie machen, was sie will, die Verena. So. Ja, ich habe noch ein Fehlerbild. Genau, normalerweise sind es drei, die ich dann immer hier raushaue, selber gemacht. Da war ich bei Aldi und das ist so eine Seitenmauer bei Aldi und da habe ich die Mauer einfach mal fotografiert und ich sag jetzt mal nicht, wie viele Fehler da drin sind. Ich gebe euch das einfach mal auf den Bildschirm. Wenn ihr über Handy schaut, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, das zu erkennen. Da müsst ihr wirklich ganz genau hinschauen. Wenn ihr am Tablet, Laptop, PC sitzt, dann ist das vielleicht einfacher. So, ich gebe euch das Bild mal. Ich sag dann ein bisschen später, wie viele Fehler dort versteckt sind. Und ihr guckt jetzt mal. Aber ich glaube... Ja. Also ich glaube, es ist so 50-50. Also eine Hälfte findet man schnell, die andere Hälfte nicht so schnell. So, hau ich mal rüber das Bild. Achtung. So, dann schaut mal. Ich halte jetzt mal ein bisschen den Sabbel. Links das Original, rechts dann, wo sich die ein oder anderen Fehler eingeschlichen haben. Na, so zwei Fehler habt ihr doch bestimmt schon, oder? Drei, sehr gut. Drei schon. Zwei, ja, ja, ja. Ah, schau mal weiter. Nee, ich bin auch tatsächlich nicht wirklich Sport interessiert. Also so ein bisschen für mich selber hier jetzt so, so ein paar Fitnessübungen quasi, ne? Aber ich gehe weder noch irgendwo ins Fitnessstudio, wobei ich das noch am ehesten machen würde. Aber mache ich nicht. Und so richtig in so einem Verein bin ich auch nicht. Ich bin musikalisch, also früher war ich mal... Ja, das sagt euch ja sicherlich was, oder? Spielmannzug? Früher war ich mal richtig in so einem Spielmannzug drin, wo ich noch kleiner war. Und habe da getrommelt. Und später dann in der Schule war ich dann in verschiedenen AGs, die alle damit zu tun haben. Percussion AG, Samba AG und Theater AG. Und dort war ich aber im Chor am Schlagzeug. Ja, allerdings habe ich selber hier leider kein Schlagzeug. Leider. Da hätte ich echt Bock drauf, mal wieder richtig schön Schlagzeug spielen. Ja, habe ich aber nun auch schon ewig nicht mehr gemacht. Aber das sind so meine Interessen dann. So. Ja, also es sind tatsächlich vier Fehler. Vier Stück. Und ich löse sie natürlich jetzt gleich auf. Ich markiere sie nur gerade hier nebenbei noch. Setze da gerade so Kringel drauf, wo die Fehler denn sind.
einer ist aber auch, also wenn ihr das auf ein Handy guckt oder so, dann ist der eine wahrscheinlich unmöglich auf ein Handy zu sehen. Alles andere ist möglich, wenn man lang genug sucht, denke ich mal. Ja, der eine ist echt schwer. Naja, so. Ja. Ja, musst du gucken, Mensch. Wo? Ja, das sage ich gleich, wo. So. Hast du denn jetzt zumindest schon mal 3 Fehler, Stojan? Oder immer noch 2? Und Topsmania, hast du den 4. gefunden? Das ist wahrscheinlich der ganz schwere. Oder noch nicht. Ja, ansonsten alle, die außerdem noch zuschauen, außer Stojan und Topsenmania, herzlich willkommen hier bei Schizostreamer. Ich versuche hier ein Programm zu gestalten, wo wir uns unterhalten, alles bisschen chillig, locker, und gleichzeitig könnt ihr aktiv hier am Chat bzw. am Stream teilnehmen, indem wir hier immer so ein paar kleine witzige Spielchen machen. So, okay, pass auf, dann löse ich jetzt einfach mal auf, ja? Oder soll ich erstmal noch einen Tipp geben? Ich kann auch noch mal einen Tipp geben. Also, weil ich davon ausgehe, auf jeden Fall der eine Fehler, der ist unmöglich zu finden. Also der eine Fehler, ja, hast du sie? Also der eine Fehler, wo ich glaube, dass der wahrscheinlich am schwersten ist, der befindet sich quasi auf diesem Bürgersteig. Also, ja, vor der Mauer, unterhalb der Mauer. Dort sonst auch mal ganz gründlich und akribisch hingucken. Das ist aber auch der letzte Fehler, den ich auflöse. Also kann ich jetzt ja schon mal anfangen mit der Auflösung, und die 4. Auflösung ist dann dieser kritische Fehler. Also, Fehler 1, da seht ihr jetzt auf der rechten Seite so einen Kringel, dort fehlt so ein Belüftungsschlitz, ne? Das findet man ja öfter in Gemäuern, dass da solche Schlitze eingebaut sind, die sorgen für Belüftung, und dort fehlt er. Links sieht man ihn, rechts ist er weg. Das ist einer der Fehler. So, zweiter Fehler. Hier unten ist aber noch nicht dieser kritische Fehler. Ich glaube, das konnte man noch gut sehen. Da habe ich einfach mal das Löwenzahn verdoppelt. Ja, ein Stück weiter rechts ist es nämlich auch. Und ich habe es dort nochmals hingesetzt. Dann kommen wir zum 3. Fehler. Den seht ihr hier oben links. Und zwar ist dort eine, ja, Fuge entfernt worden. Und daraus ist ein durchgehender Backstein geworden. Die ersten 2 hattest du? Okay, und den 3. jetzt nicht. Ja, und dann kommen wir noch zum richtig kritischen Fehler. Ich glaube, der ziemlich schwer war. Und zwar Bürgersteig unten rechts. Dort. Dort ist nämlich im Original auch noch ein ganz kleines bisschen ja, Löwenzahn zu sehen. Und rechts ist es weg. Man sieht es kaum, ne? Ich sehe es jetzt selber gerade gar nicht, aber Moment, ich schaue selber mal gerade. Doch. Ja, man sieht es nur sehr schwer. Aber ich habe hier meinen Zettel, da habe ich es aufgeschrieben, wo die Fehler sind. Rechts Löwenzahn weg. Genau. Und das war nur so ein ganz kleiner Fitzel. Aber ich muss zugeben, sehe ich selber gerade kaum. Ja, das muss beim nächsten Mal besser werden. Ja, so sehen also dann die Fehlerbilder aus.
Wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne, wenn ihr keinen Bock habt, bis Samstag zu, bis Samstag sage ich schon, bis Freitag zu warten, könnt ihr gerne auf YouTube mal nachschauen. Dort der allererste Stream dort, der auch dann hieß irgendwie mein erster Stream, mein erster Livestream. Dort habe ich ja auch schon Fehlerbilder, Quiz und so weiter gespielt. Und die Videos sind ja dort archiviert, also die Streams sind dort archiviert und da könnt ihr natürlich jederzeit gerne reingehen. Und dann natürlich auch ganz praktisch, dass man natürlich immer so ein bisschen vorspulen kann, ne? Wenn irgendwas langweilig ist. Ja, und auf jeden Fall bitte ich euch, seid am Samstag auf YouTube dabei, wenn ich am Samstag um 20 Uhr da wieder loslege. 25 verrückte Sachen. Ihr könnt selber hier Sachen nennen, die ich vielleicht machen soll. Wenn die nicht zu krass sind oder jetzt kein großes Budget erfordern, dann mache ich das. Ja, also wenn ihr irgendwie eine witzige oder verrückte Idee habt, es muss ja nicht immer nur irgendwas Ekliges essen oder trinken sein. Es kann auch ein bisschen was Schmerzvolles sein oder einfach nur etwas total Beknacktes. Ja, ich habe zum Beispiel versucht, mein Bein hinter meinen Kopf zu bekommen. Ne? Zum Beispiel. So. Ob ich das geschafft habe oder nicht, das könnt ihr auf YouTube sehen. So, kleiner Cliffhanger an der Stelle. Ja. Ja, der letzte war echt fies. Ich sehe ihn gerade selber echt nicht mehr. Oh. Aber wenn ich hier so hingucke. Ach so, ich Idiot. Ja, kein Wunder, dass ich den nicht sehe. Ich habe ja hier. Ich streame mit OBS, mit dem OBS-Studio. Und dann habe ich quasi auf meinem Bildschirm zwei kleine Bildschirme. Und die rechte Seite spiegelt das wieder, was ich euch live in den Stream rausgebe. Und die linke Seite spiegelt wieder, wo ich noch alles umbauen kann, verändern kann, ne? Wo ich es anordnen kann. Und sobald ich es aber euch rüberschicke, dann ist es also bei euch live. So, also habe ich zwei Bildschirme. Und ich Idiot gucke immer auf das rechte Bild, hier auf meinen Bildschirm, und gucke dort dann auf das gefälschte Bild und vergleiche es dann auf der linken Seite mit dem auch gefälschten Bild dort. Und denke die ganze Zeit, hä? Auf Beinen ist auch kein Grünzeug zu sehen. Idiot. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber ist gerade richtig dumm. Wartet, ich richte mal spontan hier mal eben meinen Screenshot ein hier. Wartet mal kurz. Ich, wie nennen wir das denn mal? Bildschirmaufnahme. Bildschirm. Bildschirm 1, sagen wir mal. Bildschirm 1. So. Und dann ist das Fensteraufnahme, meine ich. So, Fensteraufnahme. Ja, Fensteraufnahme 1. Na, nicht richtig? Nee, nicht richtig. Fensteraufnahme war schon mal nicht. So, ich will euch das einmal zeigen, dass ihr mal seht, wie dumm ich bin. Und deswegen nenne ich mich auch nicht Kevin. Ich weiß, warum ich mich hier GK nenne. So, ein Depp. So. Bildschirmaufnahme, natürlich, habe ich ja selber schon so genannt. Meine Güte. Komm, sagt nichts. Lasst es lieber. So, jawollo. So, da haben wir es. Ich füge nochmal eben das Mikrofon mit ein, damit ihr mich auch noch reden hört. Audioeingabe. So. Und dann das Mikrofon. Bestens. Und jetzt kopieren wir uns nur nochmal die Musik, damit ihr auch weiterläuft. Ah, können wir auch mal hier. Ah, egal, mach ich gleich. So, dann kopiere ich das. Zack, füge das auch nochmal mit ein und dann kann ich euch nämlich auch mal hier meinen Bildschirm zeigen. So, Achtung. Ah, gut, jetzt geht da irgendeine neue Musik los. Was soll's? Ja, so sieht das Ganze also hier bei mir aus, wenn ich hier am Stream bin. OBS Studio. Und, ja, hier ist also ein Bildschirm und hier, klar, jetzt sieht das wieder ein bisschen anders aus, weil das ist ja immer das Live-Bild und das ist also genau das, was ihr jetzt seht. Deswegen hat sich das verändert. Aber ich habe gerade eben quasi das, was hier links zu sehen ist, habe ich hier auch rechts gesehen. Und dann habe ich hier auf der rechten Seite immer auf diese Seite des Bildes geguckt. Guckte hier in die Ecke, hä? Da ist kein Grünzeug. Und guckte dann hier auf die linke Seite, aber auch auf das rechte Bild und dachte, hä, da ist auch kein Grünzeug. Ja, okay. Jetzt habt ihr es auf jeden Fall verstanden, was ich meinte. So ein Depp. So, dann switchen wir wieder um.
So. So, ich schau mal in den Chat wieder rein, was da so steht. Jetzt war ich ein bisschen abwesend. Ja. So. Naja, was soll's. Schizo ist also nicht nur verrückt und durchgedreht, sondern eben auch No-Brainer. So. Gut. Ja, das waren jetzt so mal zwei Sachen, die ich für heute vorbereitet habe, damit ihr schon mal einen Eindruck bekommt. Also zum einen halt Quizzen und zum anderen Fehlerbilder, aber auch solche Sachen, wie man es halt noch früher kennt. Ja, dafür gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, dieses Galgenmännchen oder Wortknacker oder wie man das nennt. Dass irgendwie ein bestimmter Begriff gesucht ist, ja, so ein bisschen glücksradmäßig. Ein bestimmter Begriff gesucht ist, dann sind irgendwie Striche vorgegeben und dann kommen vielleicht nach und nach immer so ein paar Hinweise, ein paar Tipps, worum es hier denn gehen könnte, und nach werden ein paar Buchstaben aufgedeckt. Das ist auch noch so eine Idee, die ich habe. Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Würde ich gucken, ob ich das zu Freitag mal umsetzen kann. Und ich mache auch gerne immer so ein kleines, ich nenne das einfach Funny Game. Also quasi ein Live-Spiel, was jetzt nicht hier digital ist, wo irgendwas eingeblendet wird, sondern tatsächlich, dass ich hier was Handfestes auf dem Tisch habe und dann mit der zweiten Kamera das einfange. Und für Freitag habe ich geplant, 4 gewinnt, wo man diese Steinchen reinwirft, ne? Wo dann 4 Steine in einer Farbe diagonal, senkrecht und waagerecht sein müssen. Und das habe ich für Freitag geplant. Und ich würde lediglich digital einblenden, wie bei Schiffe versenken, einmal eine Nummerierung und einmal die Buchstaben, damit ihr dann sagen könnt, zum Beispiel auf B2 soll ein Stein rein. Und dann schauen wir mal, ob ihr mich schlagen könnt. Das ist also etwas, was ich für Freitag geplant habe. Außerdem dann 10 Fragen, 3 Fehlerbilder. Dann werde ich auch in verschiedenen Rollen zwischendurch mal reinschlüpfen und werde dann eine Zeit lang hier weiter streamen in irgendeiner Rolle, in der ich dann bin. Deswegen eben der auch Schizo-Streamer, wegen den verschiedenen Persönlichkeiten, verschiedene Rollen. Und dann mal sehen. Das ist so das, was ich vorhabe, das, was ich geplant habe. Und ja, wenn ihr dann wieder mit dabei wärt, würde mich das freuen. Also, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Jetzt am Freitag ab 20 Uhr bin ich wieder hier auf Twitch. Dann wieder 2 Stunden oder mehr, je nachdem, ne, wie viel hier los ist und wie die Stimmung ist und so weiter und so fort. Aber 2 Stunden ist in der Regel Minimum. Und nach oben ist Luft. Open End. Ja, und einen Tag später, den Samstag, bin ich ab 20 Uhr auf YouTube. Dort dann wieder mit 25 verrückten, krassen, bescheuerten, wie auch immer, Aufgaben, Challenges, so halt. Ne? Ja. Würde mich also freuen, wenn ihr Freitag dabei seid, wenn ihr aber auch Samstag auf YouTube dabei seid. Und ja, wie gesagt, Tobsenmania hat mich da ja schon direkt abonniert. Das finde ich sehr cool. Also hier von Twitch rüber zu YouTube. Das finde ich sehr cool. Ja, das waren also jetzt so die interaktiven Sachen, die ich hier vorbereitet habe. Aber eine halbe Stunde wollte ich jetzt schon noch gerne streamen. Wir können auch einfach hier nochmal so ein bisschen miteinander quatschen. Bisschen plaudern. Wechsel mal kurz hier die Musik. So. Kann eigentlich nebenbei. Wir sind ja hier in so einer kleinen geschillten Runde. Kann ich ja nebenbei nochmal ein bisschen andere Musik hier auch zusätzlich einfügen. Ich hoffe, ihr stört euch nicht daran, wenn ich ein bisschen rumtüdel am PC. Aber ich schaue auch immer wieder in den Chat. Ja, das ist richtig. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen. Aua. Habe ich auch ein bisschen extra das auch gedehnt jetzt, weil 3 Fragen jetzt wirklich nicht viel waren und dafür, dass ich hier jetzt 2 Stunden streame, muss das Ganze auch irgendwie ein bisschen gefüllt werden, ne?
So, aber wenn es 10 Fragen sind, dann ist auf jeden Fall mehr Tempo mit dabei. Ich muss immer gucken, dass ich immer das alles hier richtig anklicke und rüberschicke und so, dass ich mich da nicht verhedder und vertüdel. Das ist mir schon zwischendurch passiert. Bei YouTube habe ich dann die falschen Antworten aufgelöst und habe gesagt, ja, das ist natürlich A gewesen, ne? Ja, bis ich dann irgendwie selber dran zweifle und denke, hä, das soll die richtige Antwort sein? Naja. Aber mehr Tempo, ja. Am liebsten hätte ich natürlich hier noch irgendwie so eine kleine Uhr laufen in der Ecke. So ein 10-Sekunden-Countdown. Nur bringt das relativ wenig, zu sagen, ihr müsst innerhalb der 10 Sekunden die Antworten raushauen, weil es ja eh hier eine kleine Verzögerung gibt. Ich weiß gar nicht, wie stark die Verzögerung ist. Ich teste das mal. Ich winke einfach mal jetzt wie bekloppt und dann sehe ich ja im Stream, ab wann ich dort winke. Ja, pass auf. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 7 Sekunden Verzögerung. Das hatte ich auch schon so bei YouTube meistens, dass es 7 Sekunden sind. So, siehst du? Und wenn ich da dann 10 Sekunden Countdown reinmache, das bringt ja nichts. Bei mir sind dann hier auf dem Bildschirm die 10 Sekunden abgelaufen, bei euch laufen sie noch. So, das ist halt ein bisschen blöd. Aber sowas hätte ich sonst gerne gemacht, mit so einem Countdown. Ja. Naja, aber es geht ja eh um nichts, also letztlich nur um die Ehre. Und naja, dann geht das auch so, denke ich mal. Ja, hau rein. Tupsenmania. Hau rein, schönen Abend noch, eine gute Nacht. Alles klar, hau rein. Hat mich gefreut, dass du da warst. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Schönen Dank fürs Folgen und fürs Zuschauen. Dankeschön. Ja, Freunde. So, dann lasse ich mich da an der Stelle aber nicht lumpen. Ich schaue einfach mal weiter. Also, so gute 25 Minuten werde ich auf jeden Fall noch streamen. So, jetzt habe ich natürlich nichts Aktives mehr, wo ihr mitmachen könnt. Aber wir können ja immer noch ein bisschen quatschen. So, die Wand hatte ich ja vorhin schon hier vorgestellt, hatte ich ja schon gezeigt. Ich arbeite hier mit 2 Kameras, damit man halt ein bisschen mehr Mobilität hat und auch damit das Ganze ein bisschen lebendiger wirkt, anstatt nur mit einer Kamera die ganze Zeit zu arbeiten. Und das ist der sogenannte Real-Hintergrund oder Real-Background, sage ich immer dazu. Und der Tisch eignet sich hervorragend, um ihn wirklich voll zu laden mit diversen Produkten bzw. Utensilien. Auf YouTube habe ich schon 2 Ausgaben gestartet von Was ihr wollt, so nennt sich das Ganze dann dort, Was ihr wollt, und habe dort 25 verrückte, kranke Sachen gemacht innerhalb einer Folge, und 2 Folgen gibt es schon, also schon insgesamt 50 verschiedene kranke, verrückte Sachen, die ich dort gemacht habe, und noch 2 weitere Ausgaben werden folgen. Immer samstags, 20 Uhr auf YouTube, jetzt also Samstag dann der dritte Teil. Und da seid ihr auch gefragt, also haut raus, wenn ihr irgendwelche verrückten Ideen habt oder irgendwo selber mal was gesehen habt, was witzig oder cool oder verrückt ist, ja, dann haut es raus und ich werde es versuchen dann wirklich umzusetzen und selber zu machen. Genau, da könnt ihr euch also auch aktiv dran beteiligen. Und so versuche ich das wirklich hier überall zu machen, dass ihr immer aktiv mit am Start seid. Da frage ich doch mal an der Stelle gerade, Novi, bist du eigentlich auch noch da? Jetzt habe ich von dir gar nichts mehr gehört, aber bist du da noch irgendwo im Hintergrund? Denn irgendjemand schaut da hier noch zu. Ist Novi noch da? Ja oder nein? Lenzoman, die Chatpolizei, ist sie noch da oder nicht? Ja, ich vermisse hier heute tatsächlich auch liebste Mama, die ist bei YouTube auch immer sehr aktiv, ist tatsächlich meine reale Mutter, die ist bei YouTube auch immer mit am Start, was ich natürlich sehr witzig finde. Und dann gibt es noch Feig und Serkan, habe ich hier auch noch nicht gesehen, Wurzelzwerg, na gut, der ist so dieser Uhrzeit wahrscheinlich schon im Bett, ja.
Aber das würde mich natürlich freuen, wenn die Shizu-Gang von YouTube hier auch mit rüberkommt zu Twitch. Und alle, die gar nicht wissen, was ich auf YouTube gemacht habe bis jetzt, die können da gerne mal reinschauen. Gebt einfach Shizu-Streamer ein, so wie ich auch hier heiße, zusammengeschrieben. Oder Hashtag Shizu-Streamer und dann findet ihr mich schon. Ich habe dort genau das gleiche Profilbild oder Logo wie hier. Da tut sich nichts. Also solltet ihr mich auf jeden Fall wiedererkennen. Ansonsten ganz einfach mit einem Link. Der Link ist bei den Ereignissen. Wenn ihr da mal reingeht, hier auf meinen Kanal Ereignisse und dort mal in die Beschreibung reinschaut, dann findet ihr dort alle wichtigen Links. Auch um mich auf Discord zu finden, wer mit mir chatten möchte. Oder auch hier der Twitch-Server, den ich nochmal selber eingerichtet habe. Und. Oder ab Freitag starte ich dann hier auch ein Overlay und dann kann man auch über Tippi zum Beispiel mich unterstützen, aber auch jegliche Formen von Abonnieren, Folgen, Bits und Co. Wird alles im Stream mit eingebaut und angezeigt. Das alles dann ab Freitag 20 Uhr und eben diese ganzen Links findet ihr dort, wenn ihr mal auf Ereignisse geht. Ja, so, jetzt tut sich hier im Chat nichts mehr. Also wer möchte, kann gerne in den Chat reinkommen, würde mich natürlich persönlich sehr freuen. Haut raus, was euch auf der Seele liegt. Lenzoman, schön, dass du noch da bist. Ja, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Hau rein, schlaf gut. Und dann sehen wir uns Freitag wieder, oder? Bist du Freitag wieder mit am Start, wenn es hier wieder losgeht? Samstag auf YouTube, Freitag hier. Wenn du es einrichten kannst, würde es mich sehr freuen, damit der Chat safe ist. Ja, wunderbar. Gut, dann hau rein. Gute Nacht, schlaf schön und träum was Schönes. So, damit ist auch Novi weg. Ja, Freunde. Also, wenn ihr hier jetzt nicht noch aktiv werden möchtet im Chat, dann würde ich mich sonst auch vorzeitig verabschieden. Aber ich würde noch machen. Ich würde noch machen. Es liegt an euch. Also, wenn ihr in den Chat reinkommt, dann, ja, dann wäre das Ganze auf jeden Fall sehr nice. Dann wäre das Ganze wieder ein bisschen aktiver. Dann fühle ich mich nicht so alleine hier. Haut einfach raus, was ihr wollt. Mir ist es egal. Erzählt, was euch bedrückt. Vielleicht kann ich ja einen kleinen Ratschlag geben. Wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt, dann haut sie auch raus. Wenn ihr irgendwas unbedingt erzählen wollt, haut es raus. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps oder Vorschläge für mich habt, was ich hier verbessern kann, worauf ich unbedingt achten sollte oder was ich hier unbedingt einfügen soll, haut es raus. Haut einfach alles raus. Kommt in den Chat. Ihr müsst mir nur 10 Minuten lang folgen und dann wird der Chat für euch aktiviert und dann könnt ihr dort chatten, was das Zeug hält. Ja. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich sonst gleich verabschieden. Ja, also das war auf jeden Fall mein erster Livestream hier heute und ich habe heute schon um 20 Uhr einmal angefangen, aber nur für eine halbe Stunde. Hatte mich dort nochmal ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Hatte da nochmal einen Break gemacht von 90 Minuten. Und habe dann hier nochmal das eine oder andere optimiert. Und bin dann also um 22 Uhr hier wieder zurückgekommen. Deswegen nennt sich das Ganze hier jetzt auch erster Livestream 2.0. Ja, weil es eigentlich schon der zweite erste Livestream am heutigen Tag ist. Ja, Freitag dann, was erwartet euch Freitag? Also ich hoffe, ne, was mich erwartet, dass die Shizu-Gang mit am Start ist. Alle, die neu in den Chat reinkommen und also die sind alle herzlich willkommen und freut mich sehr. Noch mehr würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir dann folgt, denn dann seid ihr offizielle Shizus und gehört der Shizu-Gang an. Ja. Und das würde mich dann wirklich sehr freuen. Ja,
Und ansonsten, was euch erwartet, also ich habe wieder ein Quiz vorbereitet mit 10 Fragen. Ich habe Fehlerbilder vorbereitet, die ich selber gemacht habe, also auch selber fotografiert und auch die Fehler eingebaut. Davon gibt es dann 3. Dann sagte ich ja vorhin schon sowas wie so ein, ja, man kennt es ja noch vielleicht von früher, wo man kleiner war, so diese, da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen, Galgenmännchen oder wie man das nannte, Nussknacker, nicht Wortknacker. Ja, also wo ich mir quasi ein Wort, ein möglichst langes Wort ausdenke und dann, ja, liegt es an euch, dieses Wort zu erraten. Nach und nach decke ich ein paar Buchstaben auf und ich würde sagen, ich gebe dann immer nach und nach so ein paar Tipps, die darauf hindeuten, welchen Begriff ich dann suche. Das wäre noch eine Idee von mir, was ich gerne am Freitag hier realisieren möchte. Außerdem natürlich unnützes Wissen über Tiere. Das ist ja eigentlich so mein Steppenpferd. Damit habe ich ja angefangen auf YouTube. Im Dezember 2017 fing das Ganze an als unnützes Wissen über Tiere. Und dort habe ich immer Tierfakten rausgehauen und dann wurde es für mich halt ein bisschen zu eintönig. Und deswegen habe ich gesagt, so, jetzt muss irgendwie was Neues her. Ich habe den Kanal umbenannt, ein Schizostreamer. Auch, dass ich live bin, war dann das erste Mal. Und das habe ich erst vor ungefähr 3 Wochen gestartet. So, und jetzt heute also das erste Mal hier auf Twitch. Und moin moin! Ja, bin ich doch nicht ganz alleine. Das freut mich sehr. Schön, dass nochmal jemand hier in den Chat kommt. Und schon hast du mir wieder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Das freut mich sehr. Ja, so, jetzt schaue ich mal gerade, wie man hier deinen Namen ausspricht. Ja. Also Brot. Hinten Brot. Ah, Schinkenbrot. Jetzt habe ich es. Schinkenbrot. Alles klar. Schinkenbrot, ja, auch sehr geil. Schinkenbrot. Sehr geil, ja. Ja, keine Selbstgespräche, aber gut. Ne? Das Ganze heißt ja nicht ohne Grund hier Schizostreamer, ne? Insofern ist schon okay, ne? Ich kann durchaus ein paar Selbstgespräche führen, aber besser ist doch der Dialog statt dem Monolog zu führen. Ja, mit wem habe ich denn hier zu tun? Also ich komme aus Kiel, bin 29 Jahre alt und nenne mich hier Schizostreamer oder auch GK, heißt aber eigentlich im wahren Leben Kevin. Der Alpha Kevin, ja. Deswegen nenne ich mich ja auch GK. So. Aber mit wem habe ich es denn zu tun? Welches Alter? Aus welcher Stadt kommst du? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Damit man immer weiß, wen man hier so gegenüber hat. Ich finde das immer irgendwie sympathischer. Damit man sich nicht so fremd ist. Vor fremden Leuten habe ich Angst. So. Ja, das Problem ist bei mir, ich habe hier 2 Monitore halt und mein Kontrollmonitor ist eigentlich ein ganz normaler Fernseher, der aber wiederum, ja, die ganze Schriftart allgemein jetzt im Internet irgendwie nicht so toll darstellt. Das ist immer alles recht verpixelt und deswegen bin ich dann, ne, deswegen muss ich da auch so gucken, dann hole ich mir das doch nochmal hier auf meinen ganz normalen PC-Bildschirm lieber rüber und da kann ich dann lesen, um welchen Namen es sich handelt. Und ich war jetzt irritiert wegen der 1. Dachte, das soll jetzt vielleicht, ja, auf Englisch dann ausgesprochen werden, die 1, one, und deswegen dachte ich gerade, okay, Schwonkenbrot oder was, aber dann habe ich gerafft, ah, Schinkenbrot, ja, ich sag ja, mein realer Name ist Kevin, so, und weil immer wieder solche Situationen auftauchen, ja, hänge ich das lieber nicht an die große Glocke und deswegen lieber Schizostreamer oder GK, so. Ein bisschen kaschieren, dass mein IQ nicht ganz auf den höchsten Level ist. Ne? Ja. So, siehst du, jetzt kann ich schon wieder nicht lesen, Mensch. Also ich, da muss ich mir nochmal was überlegen. Vielleicht sollte ich die Bildschirme tauschen. So. Gut, hier ist das alles 1A. 3453 Jahre alt. Ja, dann erstmal Respekt. Ich weiß nicht, bist du eine Schildkröte? Ich glaube eine Schildkröte, weil andernfalls kann ich mir das nicht vorstellen. Und Turkmenistan, klar, hat man ja schon oft gehört, ist ja auf der Landkarte verzeichnet. Ich kann da mal eben nachschauen, im Moment, ob ich das finde. Habe ich schon mal gelesen, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht bist du auch ein Baum. Das kann auch sein, stimmt. Bäume wären noch viel, viel älter. Ja, ich schau mal eben nach, ja, kleiner Blick. Ich switch mal eben um. So, Moment. Ich hab's gleich. Da. Genau da. Da, siehst du das? Da. Ja, wusste ich doch. Habe ich doch schon gesehen. Habe ich doch gleich gesagt. Ist mir nicht fremd. So. Ja. Was? Falsch rum? Ah ja, jetzt wird ein Schuh draus, ja, ja, ja. Aber ich habe trotzdem die richtige Stelle gezeigt, davon bin ich überzeugt. Naja, so. Gut. Ja, ich weiß gar nicht, du hast wahrscheinlich jetzt erst hier reinge... bis erst jetzt hier dazugekommen. Ich habe jetzt schon seit 22 Uhr gestreamt. Das ist heute mein allererster Stream. Ich bin hier ganz neu auf Twitch, deswegen bin ich hier noch nicht so der Brain. Aber ich hoffe, dass ich mich hier nach und nach eingroove. So. Und ich bin schon ein bisschen länger auf YouTube unterwegs und habe jetzt vor circa 3 Wochen mit dem Livestreaming begonnen. Erst auf YouTube, jetzt hier auf Twitch. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. So viel nochmal zum Hintergrund meinerseits. So. Aber was? Ach, so langsam bekomme ich Hunger. Da fällt mir ein, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Also kein richtiges Mittagessen, oder? Nö. Ich hab 2 Joghurts gegessen. Das war's. Mehr nicht. Ja, das ist natürlich, ja, dann darf ich mich natürlich nicht wundern, dass ich Hunger habe. Aber die Katzen, ich habe 2 Katzen, Kater und eine weibliche Kätzin. Und die haben auch noch Hunger, also müssen auch noch gleich gefüttert werden. Naja, vielleicht kriege ich da ja sonst ein bisschen Nassfutter ab. Das habe ich übrigens schon probiert. Und zwar letzten Samstag auf YouTube. Da habe ich 25 verrückte Sachen gemacht, unter anderem Katzenfutter essen und... Da kann ich nur sagen, hat das Ganze den Rückwärtsgang eingelegt. Kannst du dir mal anschauen. Geh einfach auf YouTube, gib mal ein Schizo-Streamer und dann was ihr wollt. So heißen die Videos oder die Reihe, was ihr wollt. Und dann Stream 2. Und dort kommt irgendwo die Stelle, ich glaube, ziemlich weit am Ende, wo ich Katzenfutter zu mir nehme. Und noch diverse andere Sachen. Zum Beispiel Zitronensaft habe ich mir ins Auge getröpfelt und das war... Richtig hardcore. Das war richtig krass. Das tat richtig, richtig weh. Aber naja, gut. Ich wusste ja, was ich da mache, ne? Ich habe... Sag mal. Also, ich glaube, der eine oder andere wird noch nicht mal erkennen, dass das eine Landkarte ist, sondern wird das irgendwie für ein Kunstwerk halten, wo einfach ein paar bunte Farbkleckse drauf sind, ne? Genauso sieht das Ganze ja auch aus. So. Naja. Wie auch immer. Ja, du siehst das sofort. Ja, ist doch schön. Es ist ja auch wichtig, dass wir hier unbedingt Schizos im Chat haben, die ein bisschen höheres Level haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ergänzen. Es gibt ein paar schlaue Füchse, es gibt ein paar so Mitläufer, die so auf der Welle schwimmen. Es gibt so ein paar, naja, die braucht man gar nicht erwähnen. Und wenn wir uns alle aber ergänzen, ja, wunderbar. So entsteht hier die großartige Schizo-Gang. Ja, und wie ihr offizieller Schizo werdet, ja, ganz einfach, entweder abonnieren oder folgen. Das gleiche gilt natürlich für YouTube. Dort kann man nicht folgen, aber man kann dort abonnieren.
Und das macht euch zum offiziellen Shih-Tzu. Und dann seid ihr hier herzlich willkommen in der Shih-Tzu-Gang. So. So viel nur dazu. Und ja, wenn ich zwischendurch manchmal schon so ein bisschen die Wörter verschluck und so ein bisschen so taumelig wirke, dann will ich nur zu meiner Verteidigung sagen, dass ich die letzte Nacht, die jetzt war, ja, die vergangene Nacht, habe ich nur eine Stunde geschlafen. Ja. Seitdem bin ich wach, seitdem bin ich hier wieder auf Twitch unterwegs, habe alles vorbereitet und ja. Bin den ganzen Tag am Machen, am Tun, aber zur Ruhe bin ich nicht gekommen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich in 10 Minuten den Stream beende und dann endlich einschlafe. Nachdem ich mir das Essen gemacht habe. Ja, ich weiß immer noch gar nicht was, ich habe eigentlich gar nichts da. Super. Bei den Panels verlinken. Ja, vielen Dank für den Tipp. Genau, also Tipps haut ihr immer raus, ne? Aber da bin ich auch noch am Machen. Also ich habe bei den Panels habe ich ja eh so gut wie noch gar nichts. Lediglich einen Countdown habe ich dort eingerichtet und eine Umfrage, an der ihr gerne teilnehmen könnt, ja? Also ich glaube, 2 Fragen habe ich da sogar hinterlegt, denn es interessiert mich nämlich, ob ihr meinen YouTube-Kanal schon kennt, also ob ihr mich daher kennt und deswegen zu Twitch dann hier zu mir gekommen seid. Oder ob ihr mich jetzt einfach zufällig auf Twitch gefunden habt. Das ist einer der Fragen und das andere bezieht sich, glaube ich, auf den Inhalt hier. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich schau mal eben, was habe ich als nächstes gefragt? Ja, allgemein einfach, ob dir der Stream-Inhalt gefällt. Ja. Also wäre schön, wenn ihr auch da eure Meinung abgibt, damit ich mir ein Bild machen kann. Was fängt mit K an und funktioniert? Was fängt mit K an und funktioniert? Ja, Kevin ist es nicht. Aber was fängt mit K an und funktioniert? Ja, das könnte jetzt natürlich vieles sein, ne? Irgendein elektrisches Gerät, was mit K anfängt und eben funktioniert, ne? Zum Beispiel. Was fängt denn mit K an? Ein elektrisches Gerät. Jetzt komme ich gerade auf gar nichts. Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine ganze Menge. So. Komm, hau die Pointe raus. Was fängt denn mit K an und funktioniert? Ja, ja. Okay. Ja, warum nicht, ne? Ja. Aber mir war auf jeden Fall klar, dass es Kevin nicht ist. So. Das war mir klar. Naja. Ja, ich würde sagen, Schinkenbrot. Das ist, wie bist du denn darauf gekommen, auf Schinkenbrot? Schinkenbrot. Muss einem ja auch irgendwie einfallen. Och, was soll ich davon halten? Jeder hat seine Meinung zu verschiedenen... es gibt ja 1000 verschiedene Ansichten und man hat immer unterschiedliche Meinungen zu den unterschiedlichen Punkten.
Da kann man jetzt natürlich eine riesen Diskussion starten über dies, über das. Ich würde, würde sagen, dass ich mich da mit meiner Meinung zurückhalte. Aber wie würdest du denn deine Phase bezeichnen, wenn du sagst, du bist gerade in so einer Phase? Da ist jetzt überhaupt nichts schlimm. Das ist ja letztlich jetzt erstmal nur ein Wort. Wenn man dann das Wort mit Inhalten füllt und das Ganze weiter ausbaut und das dann zu einer großen Diskussion startet oder so, dann entstehen ganz andere Geschichten. Aber letztlich ist es jetzt einfach nur ein Wort. Naja, gut, mit der Frage vorweg, was funktioniert? Ja. Aber wie gesagt, ne? Jeder hat seine eigene Meinung und das ist auch gut so. Jeder kann sich seine eigenen Sachen denken und kann glauben und meinen, was er möchte. Ich würde sagen, das ist nicht normal. Aber wenn es dir gefällt, viel Spaß dabei. Ja, Freunde. Jetzt haben wir hier die 0 Uhr langsam geknackt. Ja. Für heute würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. 2 Stunden sind um. Ich freue mich auf Freitag. Denn dann bin ich ab 20 Uhr wieder zurück und dann wirklich bombastisch mit den großen Programmen, dann mit 10 Fragen, 3 Fehlerbildern und viele weitere Geschichten, wo ihr aktiv dran teilnehmen könnt. Ja, ich hoffe, dass euch das Ganze dann gefallen wird und außerdem haue ich noch Tierfakten raus, ich werde in verschiedene Rollen schlüpfen und, ja. Also 2 Stunden sind geplant, aber wenn es länger wird, gerne. So. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, ich muss jetzt ins Bett, ich muss mir noch Essen machen, ich muss die Katzen noch füttern und, ja. Insofern verabschiede ich mich auch von dir, wünsche dir noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und ja, dann hoffe ich, Freitag hier auf Twitch, Samstag dann wieder auf YouTube ab 20 Uhr, wenn ich 25 verrückte Sachen mache und ja. Ich verabschiede mich. Sage danke fürs Zuschauen und tschüss.